So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Folge, Folge 11, Suikoden 1. Suikoden 1. Hallo Xena? Ja, Suikoden 1. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen, wir sind in diesem, ich weiß nicht, ich will mal kurz das erklären. Ihr kennt vielleicht dieses Phänomen, gerade wenn man viele Videospiele spielt oder auch von früher kenne ich das Phänomen, oder wenn man lange Spiele spielt, Rollenspiele, dann gibt es einen Zeitpunkt, an dem man so das Gefühl hat, irgendwie, man verliert das Spiel so ein bisschen, ne? Also man spielt Spiele nicht zu Ende, will ich damit sagen. Hallo Edmund. Also es kam jetzt nicht oft vor bei mir, aber es gibt so einen Punkt, wo man sich selbst so ein bisschen, nicht zwingen auch nicht, aber so ein bisschen sagt, boah, ja, also ja, es sind jetzt 20 Stunden drin oder 22 Stunden im Spiel und man ist dann so ein bisschen, weiß nicht, träge. Ich hatte es bei Final Fantasy 10, habe ich nie durchgespielt. Keine Ahnung, das Spiel hat mir auch grundsätzlich nicht so gut gefallen, das 10er Final Fantasy, aber ich kenne von vielen Leuten, dass die Spiele nicht zu Ende spielen, weil die Spiele verlieren quasi die Spieler dann irgendwie so ein bisschen. Ich muss sagen, wir sind jetzt an einem Punkt von Suikoden, wo ich mir langsam denke, okay, jetzt habe ich schon fast alle Spielmechaniken, ja, oder wir haben alle Spielmechaniken gesehen, haben sie mehrmals benutzt. Und alles so ein bisschen, ja, es wird jetzt langsam Zeit, dass es gegen Ende geht, würde ich sagen. So, also ich habe so langsam ein Sättigungsgefühl, sage ich mal so, vom Spiel, genau, deswegen habe ich jetzt Bock, ich habe Bock auf jeden Fall noch, aber ich habe Bock jetzt, dass es auch langsam gegen Ende geht, dass wir jetzt das dann abschließen können, das Projekt. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich rede, aber es ist auf jeden Fall, muss nicht zu lang sein. Für mich ist es jetzt halt an einem Punkt, wo ich mir denke, wäre nicht schlimm, wenn es jetzt heute vorbei wäre oder so, wenn ich es jetzt durchschaffen würde, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber ja, vor allem, wenn ich so lange quatsche, passiert das überhaupt nicht. Deshalb gehen wir jetzt mal direkt rein hier und sind im Menü schon. Und laden 23.38 Uhr. Okay. Gut. Laden Sie dies zu meinem Gedächtnis. Hallo Comprisma, guten Abend. Willkommen, willkommen. So. Suikoden. Aber ich muss sagen, dass mich das Genre des RPGs, vor allem der PS1-RPGs, weiterhin sehr interessiert, weil es da einfach auch weiterhin viele interessante Spiele gibt, die ich damals nie gespielt habe und die auch nur in Amerika erschienen sind zum Beispiel, oder eben nur in Japan. Also das... Okay, wir sind da. Genau, wir haben das letzte Mal, was haben wir denn gemacht das letzte Mal? Wir haben die Drachen wieder auferweckt. Genau, wir haben was besorgt, damit Liu Kang die Drachen wieder aufwecken kann. Und jetzt müssen wir eigentlich zum Chef, ne? Genau. Ah ja, genau. Wir haben, Dings hat sich geopfert hier, ne? Ted. Und wir haben, der gute Finch. Fitch ist mit seinem Black-Drachen abgestürzt, weil Windy das getan hat. Und, hat ihn quasi... Also, Spiel kratzt. Okay, okay, okay. Okay, da ist es wieder. Warum ist es jetzt wieder da plötzlich? Das letzte Mal war es so schon Ruhe davor. Dupp, dupp. So. Dankeschön, Dankeschön. Es lohnt sich, jene zu spielen. Oh, das Wort jene. Sehr gut, Xena. Gefällt mir. Es lohnt sich, jene zu spielen. Das hört sich gut an. So. Genauso wie der Soundtrack hier. Oh, jetzt hört er auf. Joshua. Kommander Chris. On behalf of the Dragon Knights, I thank you. Im Namen der Drachenritter danke ich dir. Nun denn, Joshua. Es sieht so aus, als ob wir weiterhin zusammen kämpfen werden, Seite an Seite. Aber gegen einen anderen Feind dieses Mal. Commander Chris, die Drachenritter werden euch begleiten, um den Kaiser zu vernichten, zu besiegen. So, Joshua Jones, geil, das war ja unser Ziel, Flick. Now we can finally, jetzt können wir endlich zurückkehren nach Cosmo Castle. Oh, Cosmo Castle. Habe ich fast vergessen, die Story. Michaela kommt gerade heim. Ist vom Spazieren gerade heimgekommen. Cosmo wurde angegriffen vom Nachbarshund. Da gibt es einen Cleverhund gegenüber. Der hat schon lange vor Cosmo überhaupt da war, hat er genervt. Das war schon immer nervt und der bellt immer alle Leute an, die da an der Straße vorbeilaufen und so weiter. Das ist irgendwie so ein, wie heißen die japanischen Spitzhunde? So ein japanisches Ding. Und er hat eine richtige Wunde an der Lippe vorne. Also Cosmo hat an der Lippe vorne ein richtiges Loch. Jetzt.
Das ist heftig. Ist blutig. Und, jetzt hat die Besitzerin gesagt, wir sollen morgen zum Tierarzt gehen. Ich dachte, das ist entzündet oder irgendwie. Oder irgendwie was Schlimmes passiert. Sie zahlt die Rechnung dann auch. So. Sollte man machen, oder? Finde ich gut. Aber trotzdem, dass der Hund keine Erziehung genossen hat, finde ich schade. So. Vielleicht könnt ihr ja Michael am Discord mal fragen, wie das abgelaufen ist oder was da war. Wir spielen jetzt hier weiter. So. Jetzt können wir nicht der Cosmokasten zurückkehren. I can't stand the smell of dragons. I can't stand. Ich kann den Geruch der Drache nicht mehr ertragen. Okay. Ich habe eine Request. Forderung. Anfrage. Mir macht zu Kunden Spaß zu gucken und ich schaue auch gerne weiter ältere PS1 RPG-Abenteuer mit dir. Sehr gut, sehr gut. Request? Anfrage? Komm rein, Fatsch! Du weißt, was hier passiert, oder, Fatsch? Yes, Sir. Ja, Sir. Ein Drachenritter, der seinen Drachen verloren hat, muss... Dragon's Den verlassen. Muss uns verlassen. Okay. Jetzt, da du Black verloren hast, kann ich dich nicht hier behalten. Ich verstehe, Sir. Black ist für mich gestorben. Ist vermutlich wegen mir gestorben oder für mich gestorben. Fatsch, belaste dich nicht selbst. Ja, glaube ich auch. Fatsch. Mir geht's gut. Ich will nur glauben, dass Black mich gerettet hat. Humphrey, willst du Fatsch mit dir nehmen? Dann muss ich mir nämlich keine Sorgen um ihn machen, wenn er mit dir unterwegs ist. Ich verstehe. Thank you, Sir. Danke Ihnen. Ja, läuft. Danke, läuft. Guck mal, der Chris. Wenn der Krieg ausbricht, werden wir zur Hilfe eilen. Master Chris, Master Liu Kang will zurückkehren. So we are about to fly him home on a dragon. Also werden wir ihn mit einem Drachen nach Hause fliegen. Wollt ihr mitreiten? Wollt ihr mit auf die Reise gehen mit dem Drachen? Please, no thank you. Was? Natürlich wollen wir fliegen. Sehr gut, Titelanblendung, alles richtig, sehr gut. Danke. Ja, ich würde sagen, please. Finde ich gut. Fein. Ich werde vorne mit Trash auf euch warten. Fresh. Darf ich nicht falsch sagen. Ich sehe dann alles im Blick, sehr gut, ja. Fatsch, pass auf. Eines Tages wirst du fähig sein, zurückzukehren. Yes, Sir. Hey, schau nicht so deprimiert. Ich werde dir beibringen, wie man ein Schwert führt. Fatsch, Joins. Alright, das heißt, wir werden jetzt mit dem Drachen zurückfliegen. Please take good care of Fatsch. Bitte pass gut auf Fatsch auf. Alles klar. Chris, ich muss sagen, das Xbox Live gestern hat mir gut gefallen. Ah, einen Eindruck hatte ich aber nicht von euch. Ihr habt so ein bisschen gemeckert, oder? Hä? Komm ich gar nicht raus? Achso, ich muss hier raus. Nee, ich fand's auch super. Also natürlich nicht der Oberhammer-Brecher-mäßig, aber es war auf jeden Fall unterhaltsamer als das vorige. Oder als das von PlayStation. Ich frage mich, was PlayStation sich gerade zur Zeit denkt, so ein bisschen. Was Präsentation angeht und so. Meister Chris, wenn ihr bereit seid, werde ich euch mit Fresh nach Hause fliegen. Nach Hause wird dann wohl Cosmo Castle sein. Aber ich hätte auch gerne was zu Suikoden Remaster-Dings gesehen. Aber naja. Die Schuhe waren fast alle gut und manche der Spieler auch, ja. Oh! Keine Animation? Ist aber schade. Wir sind direkt da. In Cosmo Castle. So. Oh, was ist Kartenzeichen hier? Olon, das ist Cosmo Castle. I feel so good. Ich fühle mich so gut in Cosmo Castle, okay. Wir gucken mal kurz hier rum. Okay. Eine Renntaste wäre nach wie vor ein Segen gewesen. So, hier sind die Boys wieder drin. Okay, nee. Ja, die Frage ist, wo wir jetzt hin müssen. Was müssen wir jetzt machen als nächstes? Das ist immer das, was ich nicht so mag. Oh, er läuft von alleine. Krin, wovon redest du?
Vertraust du nicht meinen Instinkten? Deine Instinkten bringen mich nicht zum Lachen. Dank deiner Instinkte wären wir fast von den Kaiserlichen gefangen genommen worden. Erinnerst du dich? Da war ich neben mir zu der Zeit. Was ist hier das Problem? I'm saying that I have a hunch. Ah. Oh. Hunch. Ahnung. Ahnung. Hat man das gehört? Ich habe eine Ahnung. Er ist ein Spion, ganz sicher. Das ist das, deswegen redet er nicht. Das nur und Doom kam auch aus dem Nichts, von wie auch Fable. Das fand ich gut, also die Überraschung und namhaft einen guten Titel. Ja genau, Fable hat mich überrascht, positiv auf jeden Fall. Fand ich cooles Charakter, das war schon Baldur's Gate-esque mäßig, das war ja auch geil. Hat mich ein bisschen dran erinnert auf jeden Fall. Man hat das gehört. Was gehört? Hä? Was meint ihr? Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass er ein Spion ist. Hunch. Ahnung. Ja, man hat... danke! Achso, sorry, ich habe ja gefragt. Alles klar, dankeschön. Man hat die Stimme gehört, die übersetzt. Okay, alles klar, dankeschön. Sorry. Es passiert gerade so viel auf einmal. Was geht hier vor? Oh! Willkommen zurück, Sir Flick und Meister Chris. Hey, hey! Wie ladylike du versuchst, vor Chris zu stehen. Okay. Aber für dich ist das ein verlorener Fall. Aha. Pass auf, was du sagst, du Ratte. Gerne, danke euch, danke euch. Ja, das, sorry, ich bin völlig weiter. Das ist immer diese Zeitverzögerung, ne? Was zur... Okay, das war also eine lustige Unterhaltung hier. Aber was müssen wir tun jetzt? Wahrscheinlich einen Kampf finden, oder? Wir haben jetzt die Drachenleute dabei, das heißt, wir ziehen jetzt in den nächsten Krieg, oder? Und das heißt wieder, wir müssen zu... Wie hieß der? Irgendwas mit M. Unser Party... Ah, guck mal, hier läuft alles von alleine, geil. Matteo, du bist zurück. War dein Treffen mit dem Drachenritter ein Erfolg? Habt ihr es organisiert, dass sie mit uns kämpfen oder eine Allianz gründen? Keine Sorge, Medizinoffizier. Es ist nur, dass Humphrey ein bisschen freundlicher zu anderen sein könnte. Okay, ganz komisch. Übrigens, wer ist diese stille Kollege hinter hier? Kasumi und Krin haben ihn gefangen genommen, als er um das Schloss herumhing oder rumgeschlich. Er verweigert, irgendwas zu sagen. Also haben wir auf euch gewartet, bis ihr zurück seid, um zu entscheiden, was wir mit ihm tun. Oh, genügend Heiltränke im Gepäck. Ich glaube nicht. Targat. Chris! Are you Commander Chris? Von der Befreiungsarmee? Gott sei Dank. Jetzt kann ich meine Mission komplettieren für Master Warren. Ich blieb ruhig, weil ich unter einem strikten Befehl nicht zu irgendjemandem zu sprechen habe, bis ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe. Kasim Hazil, who took over the Northern Defenses, der die nördlichen Verteidigungslinien übernommen hat, nachdem Theo McDool has recently begun to apply extreme pressure on rebel factions. Das ist ganz schwierig jetzt für mich gerade. Has recently begun to apply extreme pressure on rebel factions. Hat vor kurzem damit begonnen, extremen Druck auf Rebellengruppen auszuüben. Hazim Kasil, den haben wir auch schon mal kennengelernt am Anfang. Er plant ein Comeback. Mein Master Warren ist ein berühmter Mann. Der Heilung of Wealth im Norden. Lange respektiert, selbst von den Kaiserlichen. Aber als ein Mann der Ehre und Generosity.
Generosity. Kann ein Rossity? Nein. Generosity. Großzügigkeit. Großzügigkeit. He harbored. Oh Gott. Harbored. Harvard. Nein. Harbored. Harvard. Heiligsblechle. Harbored. Geborgen. Okay. Aber als ein Mann der Ehre und Großzügigkeit hat er Flüchtlinge in seiner Villa oder in seinem Anwesen geborgen. Alles klar? Als Resultat wurde sein Zuhause umzingelt von Kasim Hasil und seinen Truppen. Master Warren und Sir Victor, der ebenfalls dazugekommen ist, haben hart gegen die Kaiserlichen gekämpft. Aber sie wurden letztendlich gefangen genommen und als Gefangene genommen. This is what Master Warren told me to tell. Das ist, was Master Warren wollte, dass ich beherbergt, ja genau, euch sagen soll. Commander Chris, Victor is one of our most powerful soldiers. Victor ist einer... Ach, unser Victor ist es! Jetzt raff ich's erst. Unser Victor. Victor ist einer unserer meiststärksten Soldaten. Okay. Warren, despite his wealth, is an honorable man with a large following. Trotz seines Reichtums ist Warren ein ehrenhafter Mann mit einer großen Anhängerschaft. Okay. Wir müssen sie retten. Aktuell ist Kasim Hasils Truppennummer mehr als 8000 stark. Und es sind die trainierte Kämpfer. Where, okay. We are just a ragtag bunch. Wir sind nur ein Ragtag. We are just a ragtag bunch. Wir sind nur ein Ragtag Haufen. Ragtag. Rag. Nee, ah. Ragtag. Bunch. Wir sind nur ein bunt zusammengewürfelter Haufen, okay. Diese Musik, das ist mein Lieblingsstück in so cool, glaube ich. Okay, echt? Commander Chris. Despite its name, the Liberation Army is not yet an unified army. Achso, obwohl der Name es aussagt, ist die Befreiungsarmee keine Unified Army? Unified Army. Einheitliche Armee. Einheitliche Armee, okay. Um in Zukunft weiter kämpfen zu können, brauchen wir vernünftiges Training, militärisches Training für unsere Leute. I don't know, I agree. Okay, was heißt das aber dann? Lass mich die nötigen Vorbereitungen treffen. Ich vermute, ihr ruht euch jetzt aus, Commander Chris. Ihr habt einen beschäftigten Tag vor euch. Okay, will jetzt in einem Tag die ganzen Leute trainieren oder was? Oh, warte mal jetzt. Erstmal zu unserem, wo ist denn unser Lagerist und unsere Schmiede. Jetzt machen wir erstmal vernünftiges Aufleveln oder so wie es. Oh, was geht denn hier ab? Hier auf dem Dach war ich auch noch nie, oder? Hä? Geil, hier war ich auch noch nie. Nice. Das ist aber noch neu. Die Treppe war bisher nicht neu. Ach. Ich wollte mit dir mal kurz reden hier. Cage! Ein Ninja! Verschwendet keine Worte. War Xena sympathisch, oder? Fuma. Oh, entschuldigt. Ich trainiere meine Verschwindungstechnik. Und die? Oh, Master Chris! Ein Nothing! Hat hier einen Crush auf uns, oder? Hier chillen die Ninjas, was? Ja, genau. Stimmt. Ich glaube, die hat einen Crush auf uns. So, jetzt lass uns mal erst abchecken, was hier denn überall Neues ist. Wer denn hier alles so rumschleicht durch die Gänge und Räume. Da ist Matteo, aber die anderen kenne ich alle gar nicht mehr. Oh, ich würde echt gerne mal eine Renntaste haben, verdammt. Warte mal, ist das Spiel eigentlich zu laut oder so? Ne, passt genau. Müsste genau passen. Ey, ich habe geschaut wegen dem Mikrofon jetzt mittlerweile. Ich habe jetzt Reparaturversuche gemacht, weil, wie gesagt, die kleinen Kästchen, welches die Mikrofone sind, die waren irgendwie offen an der Seite. Und, oh, jetzt passiert hier noch was.
Ich habe das ein bisschen versucht zu... Aktuell ist der Stand, dass es ganz normal funktioniert, aber ich weiß nicht, ob das weiter so hält. Matteo, Commander Chris, ich habe ein wichtiges Thema mit dir zu diskutieren. Oder zu besprechen. Commander Chris, es ist... die Pistole des Spires infiltriert. Es ist wohl so, dass ein Spion die Befreiungsarmee infiltriert hat. Während ihr weg wart, habe ich Kasumi und Krin auf eine Aufklärungsmission in die kaiserlichen, ins kaiserliche Gebiet, Territorium, geschickt. Oh nein! Einmal zu schnell gedrückt. Ich glaube, according to der irgendwas an Ergebnissen, so if you permit, also wenn du erlaubst, Commander Chris, würde ich gerne... Oh, warte kurz, muss ich lesen, komplett. So, if you permit, Commander Chris, I'd like to oversee the military training maneuvers tomorrow. Wenn Sie also erlauben, Commander Chris, würde ich morgen gerne die militärischen Trainingsmanöver beaufsichtigen. Ja, klar, okay. Was soll er machen? Ich frage mich, was aus Lorelei geworden ist. Ich habe bisher keine Möglichkeit, selbst zu dingsen. Ach so. Beim Drachenfliegen hätte ich vielleicht Nein sagen können. Ich danke Ihnen, Sir. Sie müssen müde sein, Commander Chris. Ich werde sie nun verlassen. Commander Chris? Hassen Sie mich? Oh, jetzt wird's nochmal emotional hier. Hassen Sie mich? Oder hast du mich? Gibst du mir die Schuld für den Verlust von Theo McDull? Und dafür Pan zurückgelassen zu haben? Oh Gott. You must think I'm a callous man. Gefühlloser Mann. Gefühlloser Mann. Aber ich bin vorbereitet, alles zu opfern, um den Sieg davon zu tragen. Das wird an der Musik übrigens gesehen, ne? Selbst wenn du mir nicht vergeben kannst, erinnere dich, dass das hier Krieg ist. Und Krieg, wie wir wissen, bleibt immer gleich. Ich find's geil, wie er da aus der Decke rausguckt. Sein Gesicht, ne? Die Augen. Das finde ich, sieht irgendwie charmant aus und geil. So. Okay. Das heißt, er hat jetzt die ganze Leute trainiert. Verdächtig, solche Fragen aus dem Nichts und erzählt was von einem Verräter. Ja, was ist mit diesem Spion? Wo ist denn der? Den die da gefangen genommen haben. Hier ist Cleo, aber die wird nichts sagen. Wir wollten, da ist Flick, wir wollten jetzt erstmal wirklich die Management-Sachen hier erledigen. Menü befreien. Jetzt habe ich aber eh wieder niemanden bei mir, ne? Jetzt kriege ich wieder nur mein Zeugs los. Oh, da ist... Nee, das ist nicht Fatsch. Aber das ist der andere. Das ist der Zauberer von dieser anderen. Luke, what do you want? Ach Gott, was kann ich bei dem jetzt machen? Ach so, das war... Keine Ahnung, was das war. Das wollte ich nie machen. So, hier ist aber niemand, den ich brauche. Warum ist hier eigentlich so leer? Hier ist gar nichts gebaut worden, richtig vernünftig. Der Kartenzeichner, wie sieht's bei dem aus? My dream is to... Ja, okay, entire world. Sagt er immer noch jedes Mal. Das ist eine Hauptquest, ist das Hauptthema von Fordorf, denke ich doch. Krieg bleibt immer gleich. Gab's den Spruch auch in Fordorf 3 schon, oder? Oder gab's den sogar schon bei den alten schon? So, guck mal, hier sieht's doch einigermaßen richtig aus. Ihr wart Schmiede, ne? Way too cramped to work here. Oh, was? Was heißt denn das? Way too cramped to work here. Viel zu eng, um hier zu arbeiten. Hier zu arbeiten. Okay. So. Sharpen, Chris. Oh, wir haben 294.000. Can't handle. Oh. This is as much as I can handle. Okay. Rune Fragment. Ne, wollen wir auch nichts haben. Okay, jetzt ist es doof, dass ich keine Party hier habe, ne? Mouse. The Liberation Army gets bigger and bigger. Die Franks wird größer und größer. Also hört meine Arbeit nie auf. Ginge das? Oh, das ginge. Für 27.000. Geil. Level 4. Geht's nochmal?
Für 35.000 geht's weiter. Ja, das, die Preise werden immer höher jetzt. Can't handle. Okay, er kann es nicht weiter. Puh, okay. Aber trotzdem cool. Zu wissen, dass es bei dem weitergeht. Das ist aber auch, das sind ja voll die schwachen Schmiede hier. Was wollt ihr da noch? Hier geht. Wir haben einen starken Schmied hier. So, wer war er nochmal? Oh, sie. Oh ne, er. Ronnie Bell. Chris. Ich denke darüber nachzulernen, zu kochen. Okay, super. Er war der Bademeister hier. Ah, hier ist unser Dings, natürlich. Jetzt Rock. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Last ab, aber auch nur von meinem Charakter wieder Drop. Was droppe ich denn? Feather. Silverlet. Halt, dieses Buch noch. Windows Setting. Und so ein blödes Ornament wieder. Ja. Ich muss sagen, das ist halt, manchmal sind Rollenspiele einfach zu komplex. Diese ganze Geschichte mit den Items. Don't embarrass me. Warum? Okay. Ist immer so eine Sache, da will ich mich nicht so drum kümmern. Das ist immer ein bisschen, weiß nicht, nervig. Okay. Wir könnten auch was mitnehmen, aber ich habe keine Ahnung mehr, was ich da habe, deswegen too much to handle. Warum haben wir immer noch nichts zum Speichern hier? Ein Koch? Wir haben keinen Speicher. Ah, hier, guck mal. Ah! Haben die neues Zeug? Weiß ich jetzt nicht. Was, we're all out of stock? Nee. Ah, we have all in stock. So, was ist das teuerste? Full Helmet. Ich weiß halt gar nicht mehr, was ich habe, ey. Dragon Armor. Oh, krass, okay. Die haben krassen Scheiß. Hä? Chaos Shield, okay. Steel Shield, Wooden Shield. Silver Necklace. Schwierig, warte mal kurz. Wingboots kann Chris nicht tragen. Das kann Trix alles nicht tragen. Wollt ihr mich verarschen? Was kann er denn tragen? Hier. Dragon Armor, ja toll, das teuerste. Ich gönn mir. Es wird gegönnt. So, wir haben genug Geld da. Alles gut. What do you wanna do? Geil. What do you wanna do? What are you buying? Okay. Jetzt hier Medizin kaufen, ne? Jetzt hier Medizin kaufen. Boy. Oh nein! Wieso hat denn der keine. Ah doch, Megamedizin hat er. Gibt's noch was Stärkeres als Megamedizin? Alter, hat einen Haufen Scheiß. Sugar, Yellow Seeds, Blue Seeds. Oh, die Seeds war doch auch ein Thema, Mann. Ne, erstmal nur Megamedizin. Aber das ordentlich. Da kann ich gar nicht entscheiden, ne? Scheißdreck. Okay. So viel Platz, wie ich habe, einfach. So, ich könnte zum Beispiel besser als andere RPGs. Besser als andere RPGs. Das Kämpfen ist es besser auf jeden Fall, weil das geht ratzfatz. Das ist nicht so komplex oder nicht so langsam programmiert. Das geht schnell, das gefällt mir gut, das Kämpfen. Dann Musik macht es besser als vielleicht andere auch. Dann Grafikstil auf jeden Fall finde ich gut. Was, ich finde ich nicht so gut. Ich finde ganz ehrlich diese Mechanik mit diesem Rekrutieren und dem Castle hier so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau. Story, ich hätte mehr Story gerne. Ich hätte mehr, oder eine durchgängigere Story irgendwie. Ich kann es nicht genau beschreiben. Aber gehen wir jetzt nicht lang. Was muss ich jetzt eigentlich nochmal machen? Ich hab's vergessen. Es sind so viele Charaktere jetzt, weißt du? Alles einfach nur rekrutieren und rekrutieren und rekrutieren, um am Ende halt dann eben diese komischen Kämpfe dazu haben, die ich jetzt auch nicht so geil fand. Die sind zwar niedlich, aber finde ich trotzdem jetzt nicht so geil. Oder ist Fatsch? Black war so ein guter Drache. So ein guter Junge. Oder so ein guter. Ich mache mir Sorgen um die Drachen. Oh, sind da die Drachen? Über die Negativpunkte muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen, oder was? Weiß ich nicht genau. Okay. Ey, Freund, ich hab vergessen, was wir tun sollen. Ich hab's wirklich vergessen.
Ah, okay, Matteo, genau, Matteo hat die Leute, genau, ich habe geschlafen, Matteo hat die, wahrscheinlich ist ganz unten was los. Matteo hat die Leute trainiert oder so, meinte er. Alles gut. Der Tugend? Ne, Matteo ist nicht da. Wo sind denn jetzt wieder Truppen, die lernen sollen, wie militärische Erfahrungen sammeln? Hä? Okay. Jetzt stehe ich genau wieder da, wo ich schon öfter stehe. Sowas halt auch, ne? Mag ich auch nicht. Wenn man nicht genau weiß, oder vielleicht bin ich auch einfach dumm aus vergessen, wie es weitergeht. In diesem Gefängnis war noch nie einer drin, seit wir hier eingezogen sind. Auch komisch. Gehen wir mal ganz hoch. So, Freunde. Ist Matteo nochmal hier irgendwo? Hier ist er nicht offensichtlich. Vor allem muss ich auch mal eine Papi. Ach, hier die genaue Flick. Was geht ab, großer Führer? Oh, ich hoffe, du machst dich gut. Als, oder ist das Nachfolger? Hui, Odessa, ja. Also, wir haben ja, wisst ihr noch, wir haben ja gemutmaßt, dass Odessa wieder auftaucht oder gar nicht wirklich tot ist. Und wurde ans Besseren belehrt. Komm an, Chris, everything, alles ist bereit. Okay. Gut, let's go. Ah, I forgot something. Sorry, okay, wir müssen erst speichern gehen. Ey, ich glaube, wir haben irgendwas verkackt. Es kann doch nicht sein, dass man hier nicht speichern kann, verdammte Scheiße. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder ins nächste Dorf muss. Halt. Und da, um da zu speichern. Das ist, irgendwas haben wir verkackt. Guck mal, wir haben alles hier. Wir haben Schlafen hier. Wir haben Schmiede hier. Wir haben anderen Scheiß hier. Wahrscheinlich haben wir irgendwo verpasst, irgendjemanden zu rekrutieren, der sich um Schlafen und um Speichern kümmert. Das ist ja lame. Genau, zu viele mögliche Teammitglieder. Weiß man gar nicht, wen man mitnehmen soll. Und man weiß man nicht, wie wichtig es ist, alle zu trainieren. Genau. Und alle haben so eine Story. Aber immer nur so eine Halbstory oder gar keine Story fast nur. Manche treffe ich nur unterwegs und die kommen halt mit. Das ist so ein Ding, was ich kritisieren würde. Too much. Irgendwie. Teleportation, genau. Warte mal. Können wir vielleicht jetzt nach Gregminster? Das wäre doch mal was. Aber es ist ja nicht zur Auswahl, leider. Was war denn jetzt diese Stadt? Kaku? Da, wo unser Castle ist. Ja, Mann! Ja, das war die Stadt, glaube ich. Aber wir werden gleich versuchen, nochmal durch die Mauer zu kommen. Eigentlich lächerlich. Aber erst speichern wir. Oh, warte kurz. Ja, wir haben ja schon geschlafen, von daher. Um Lorelei kümmern wir uns gleich. Sprecher ist hier, dann gucke ich mal, wie es an der Mauer jetzt aussieht. Eigentlich können wir jetzt auf Drachen fliegen. Eigentlich müsste jetzt nach Gregminster fliegen können, ey. Das ist ja ein bisschen lächerlich. Oh, ich bin übrigens ganz allein unterwegs, ne? Scheiße. Da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht hier... Guck. Let's go. Okay. Das heißt, wir können auf jeden Fall flüchten. Ja, wir haben viel Geld verdient. Mir ist mir aufgefallen, dass die Zahlen wurden immer größer bei den letzten Kämpfen, bei den normalen Kämpfen in den Dungeons. Das ist mir durchaus aufgefallen, ja. Also darf ich auch wohl ein bisschen was ausgeben jetzt, ne? So. Quapper. Komm, lass mich durch jetzt. Ich bin ja der große Führer der Dings. Du Wichser! Es ist closed. Ich komm nicht durch, Xenas. Es tut mir leid. Ah, Low-Level-Gebiet, da will ich mir keine Sorgen machen, ja. Ja, das hast du dir auch verdient in einem unaufgeräumten Höhlen von der Drachen, Ritter. Das waren ja die schäbigsten Höhlen, ey. So. Gespeichert haben wir. Wir gehen weiter. Bitte versperren wir nicht den Weg. Die Stelle hier macht mich immer kirre. So. Aber jetzt warte mal. Wo war denn Gregminster? Kann ich nicht einfach hier? Da ist die... Da ist das Schloss. Hier irgendwo anlanden? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder da oben? Warte mal. Ah, ne, guck hier. Das haben wir schon mal gemacht.
Unfassbar. Nee, die Lorelei ist forever verloren, wirklich. Echt so krass. Ja, ich weiß nicht genau. Irgendwie, wie gesagt, mir reicht's langsam ein bisschen mit zwei Coden. Aber ja, alles gut. Ist ein gutes Spiel. Aber ein paar Mechaniken sind halt ein bisschen träge, finde ich. So, was war jetzt das Problem nochmal? Ich habe gespeichert. Ah ja, genau, mit Matteo reden. Okay, alles klar. Genau, Floor 4. Komm. Und dass man nicht rennen kann, nervt mich. Dass es keine Rennfunktion gibt. Also schneller laufen einfach. So, da sind wir jetzt mal gespannt. Jetzt wird wieder ein Kampf kommen. Ein Armeekampf. Yes, gut, let's go. Oh, hoch, Vorsicht. Hilfe. Boah. Alle Truppen werden nur nach Norden sich ausrichten, um die kaiserlichen Kräfte zu attackieren. Was? So plötzlich? I thought this was just a drill. Ich dachte, das wäre hier nur eine Übung. Die kaiserliche Armee wird auch so denken. Wir dürfen diese Gelegenheit nicht verpassen. Wir werden den Norden sofort attackieren. Eine Überraschungsattacke. Kein Wunder, dass wir so viel Equipment hier rumschleppen müssen für einen Drill, nur für einen Drill oder für eine Übung. Wir werden nur nach Norden gehen, Commander Kress. Please confirm. Bitte erlaube es uns oder so. Oder befehle es. Oh, was geschieht? Master Griffith! Die Befreiungsarmee! Hä? Ja, ich weiß, ich weiß. Sie trainieren dort draußen. Sie greifen uns plötzlich an. Das ist eine Kiste. Das heißt, wir werden hier früher oder später mal landen. Ja, ich weiß, ich weiß. Willst du mir sagen, dass unser Spion versagt hat? Mein Gott, was sollen wir nun tun? Wie weit sind sie, wie weit ist die Befreiungsarmee vorangegangen? Sie sind genau vor unseren Augen. Das ist ein ernstes Problem. Alright, alles okay. Berichte das General Kasim, während ich versuche, sie aufzuhalten. Naja, ist die Kunden zwar nicht gleich hinterher. Das mache ich, glaube ich, nicht. Oh, es geht los. So. Aber wie gesagt, es gibt ja noch so viele andere tolle RPGs. Oh, guck mal, 11.000. Die Befreiungsarmee hat keine Gnade. Keine Zeit für Frühstück? Okay, schau. Ja, geil, oder? Ich greife einfach an. Oh, entschuldigt mich. Aber ich muss sagen, es ist etwas zu spät für Frühstück. 80 Euro, okay. Das ist nicht unser Problem. In jedem Fall. Ja, Mismatch, wie surrender, Mismatch, keine Ahnung. Ich kann es ja auch nicht aufhalten. Wenn wir Blutvergießen vermeiden können. Natürlich. Aber manche Soldaten würden es bevorzugen, nicht aufzugeben. Also gebt mir etwas Zeit. Und wir diskutieren ja noch. Scheiße, wir greifen besser an. Ich kann nicht so schnell übersetzen. Unter Druck kann ich ganz schlecht übersetzen. Verdammt. We couldn't fool them. Wir konnten sie nicht verarschen. Truppen, macht das Beste, was ihr könnt. Aber verschwendet euch nicht eure Leben. Okay. Wir wollten Zeit schinden. Ja, komm, charge einfach, oder? Charge LePont-Familie. Attack Power. Ach, guck mal. Oh, die sind alle 24. Okay. Wir lassen mal die Wild Geese. Old Soldiers. Lassen wir mal los. Hallo, Nova. Tonkratz. Okay, Tonkratz.
Warte, warte. So, dankeschön, dankeschön. Okay, hallo Nova. Dann greift mal an. Der Drache in mir ist erwacht. Oh, was machen die jetzt? Die machen eine Magie-Scheiße. Okay, aber komm, es sind zu wenige. Komm, jetzt greift an, machst du Platz. Nicht unter 10.000. Oh, hau ab! Ich sterbe für meinen Meister. Hier ist der Bericht. Kreuz died in battle. Kreuz ist im Kampf gestorben. Toll. Wir haben ja gerade das gedingst. Ich hab doch Charge gemacht. Hä, warum greifen die nicht an? Greift doch an, ihr Arschlöcher. Hä, haben die jetzt gar nicht gegen angegriffen? Jetzt ist Kreuz gestorben. Super toll. Das war ein bisschen unnötig jetzt. Komm, nächster Charge, was soll das? Bow Attack machen die, okay, super. So, jetzt sind sie weg. Das ist ein bisschen enttäuschend, dass der Kreuz gestorben ist. Finde ich ja nicht gut. We won, ja, congratulations. Ich dachte, als ich der kaiserlichen Armee beigetreten bin, hätte ich für das Leben ausgesorgt. Ich war falsch belegen. Naja, dramatisch war es jetzt nicht, aber es war ein bisschen schade jetzt. Mal von Checkpoint. Zur Hölle. Ich vermute, wir haben verloren. Okay, okay. Wir geben auf. Das Leben ist eine wertvolle Sache. Recruit, okay. Cut off his head hätte ich sagen können. Oh, geil. Cut off his head. Join you, dir beitreten und die kaiserliche Armee betrügen? Versprich mir eine Sache. Will you spare my troops? Okay, wir sind verschont wahrscheinlich, oder? Will you spare my troops? Wirst du meine Truppen verschonen? Ja, sag ich doch. War aber eben nur eine Vermutung. Natürlich. Ich garantiere für deren Leben. Für deren Leben. Dann werde ich zustimmen. Ob ich jetzt für die Kaiserlichen oder die Befreiungsarmee kämpfe, macht keinen Unterschied für mich. Solange ich essen kann. Okay. Ja, wir sind bei Sykoden. Klar, was hat sich denn verändert? Master Griffith, wir werden euch folgen. Der Kampf gegen die Murmel war episch, ja. Knapp, das war episch knapp, ja. Was für wundervolle Männer ihr seid. Danke euch, jedem. So. Commander Chris, wir werden nach Norden marschieren, bevor die Gegner herausfinden, dass wir den nördlichen Checkpoint übernommen haben. Sir LePunt, ich gebe Ihnen das Bataillon, um die Festung Dua anzugreifen. Ja, ich verstehe! Sir Humphrey, ich werde ein weiteres Bataillon Ihnen zuteilen, um die Festung Rakan zu übernehmen. Als Beschützer des Nordens, Kasim Asil, wird nun dazu gezwungen sein, to send reinforcements to the respective fortresses. Um Verstärkung in die jeweiligen Festungen zu schicken. Währenddessen werden wir ins Moravia-Schloss reinschleichen und Warren und Victor retten. Diese Mission wird von dir ausgetragen wahrscheinlich. This mission will be carried out by yours truly, Commander Chris. Okay, bei uns ausgetragen, okay. Mit von ihrem wahren Kommandanten Chris, okay, Google. Diese Mission wird von ihrem wahren Kommandanten Chris, three others, okay, und drei anderen, also was? Commander Chris, Kasumi, Grin, Griffith und drei anderen, okay. Oh, das verstehe ich auch nicht. I don't mind being a decoy, but what
If the reinforcements attack us, we'll have no chance of winning. Aber was wäre, wenn? Ah, es macht mir nichts aus, wenn so. Okay. Wenn die kaiserlichen Truppen ankommen, retreat immediately. Retreat. Rückzug. Zieht euch sofort zurück. Okay, alles klar. Hast du es noch nie gesehen, Nova? Du hast damals schon ein paar Mal gemacht, so diese Kämpfe mit diesen Minifiguren. Das sind immer diese großen Kriegstruppenkämpfe. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Dann werden wir keine Zeit haben, in das Schloss Moravia einzuschleichen. Keine Sorge. Wir haben auch nach Support gefragt. Okay. Support? Die Drachenritter? Nein. Dependable Force. No, but they are still at the... Oh. Nein, aber sie sind es immer noch. A dependable force. Eine verlässliche Kraft. Those are the details of our plan. Das sind die Details unseres Plans. Bitte, zieht jetzt nun sofort los. Commander Chris, bitte wählt die Mitglieder aus, die in Moravia Castle mit eindringen werden. Okay. Wir haben ja feste Mitglieder. Admit erstmal. So, jetzt lädt er wieder ewig lang. Okay, schade, Nova. Die waren auch immer lustig und spannend. Da musst du ein bisschen was nachholen, Nova. Du kannst das Spiel ein bisschen nachgucken. So, und vergesst die Däumchen nicht, Freunde. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Es sind mir zu wenig Däumchen da. Bei den Videos. Überall. So, warte kurz. Chris, Krin und Kasumi. Ach, Krin und Kasumi? Warum müssen die jetzt dabei sein? Wir nehmen natürlich Valeria mit. Wir bleiben jetzt bei der alten Truppe. Es nervt mich. Wer war jetzt doch dabei überhaupt? Liu Kang, Ronny, Cage? Ich weiß nicht, Flick war dabei, den will ich auch haben wieder. Der war cool. Varkas. Ah, das ist immer so eine schwere Auswahl hier. Was ist mit ihr, Melia? Flick kann raus, warum? Jetzt haben wir mal einen neuen, aber die müssen leveltechnisch jetzt mal angepasst werden, auf jeden Fall. Die müssen in unserer Klasse mitspielen. Danke. Man hat drei Möglichkeiten. Charge, Bone, Magic. Achso, okay. Was war mit ihr? War sie gut? Ich weiß es nicht mehr. 51 ist schon gut, ja. Nee, Xena, wir lassen Flick drin. Flick ist cool mittlerweile. Er hat mit Odessa zu tun gehabt. Er ist pro Odessa, komm. Okay, no change. Lass mich nur kurz gucken. Oh, ich darf nicht gucken. Northern Checkpoint sind wir schon wieder. Was wollt ihr nun von mir? Griffin. Du wirst uns helfen, in Moravia Castle reinzuschleichen. Was meint ihr? Griffith? Ich will, dass du... Ich will, dass du vorgibst, mich gefangen genommen zu haben. Commander Chris will enter the castle. Commander Chris wird mit uns das Schloss betreten. Disguised, verkleidet oder sowas, ne? Disguised. Verkleidet. Ah, bin so gut. Es, als einer ihrer Männer. Ruse. Ruse. Nein. Ruse. Regeln. Ruse. Wer ist? I see, a ruse. Ich sehe eine Rose. Verfick nochmal, ich sehe eine Rose. Diese Übersetzungsscheiße, das sind aber immer die besten Clips auch leider. Ruse. Ich sehe eine List. List. Wie spricht man List aus? Warte kurz. Ich höre es leider nicht, scheiße. Nein! Mann! Ich will nur wissen, wie man Ruse... Warum wurde es nicht... Jetzt hat... Ruse. Okay, ich höre mir das später an. Ich sehe eine List, hä? I don't mind, but do you really trust me? Es geht mich nichts an, aber vertraut ihr mir wirklich? Denk an das Schicksal deiner Männer, wenn irgendwas passiert. Aber das verstehe ich auch nicht ganz. It's true that I would make an excellent present for your former leader.
Es ist wahr, dass ich ein ausgezeichnetes Geschenk für ihren ehemaligen Anführer wäre. Aber du bist nicht, du bist keiner, bist kein Mann, der seine eigenen Männer betrügt. Oh, Alex, achso, hat alle gar nicht mitbekommen mit dem Stream, schade. Ja, gut, hat relativ kurzfristig angekündigt. Aber wir haben uns schon viel erlebt. You see right through me, don't you? Du liest mich wie ein Buch, oder? Okay, ich werde es tun. Hallo, Alex, auf jeden Fall. Nun, das settled. Settled. Erledigt. Na, okay, das wäre erledigt. Lass uns beeilen, nach Moravia Schloss zu kommen. Komm mal da, Chris. Okay. Ich will die Kiste, was ist los? Die Kiste. Nein, Freunde, so läuft es nicht. Zurück. Was denken die? So, Old Book Volume 7, toll. Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber jetzt warte mal. Genau, jetzt wollen wir erstmal gucken, wie sind die überhaupt formationsmäßig. Krin, was ist ein Krin? Was ist ein Krin für einer? Needle. Krin muss dabei sein? Das ist ja dumm. Shrike Rune, Soul Time. Ich weiß nicht, ob der Nah- oder Fernkämpfer ist. Sind alles Nahkämpfer, ne? Ah, Cleo ist auch nicht dabei. Oh, Cleo haben wir vergessen. Ah. Lightning Rune. Odessa Plus. Ein betrunkener Mönch aus, ja? Ach, scheiße. Kasumi ist doch Fernkampf bestimmt, oder? Wir machen mal Kasumi nach hinten. Und Flick ist auf jeden Fall Dingskampf. Sie macht immer ihre Rune. Und Milja weiß ich nicht, was sie ist. Itemmäßig. Itemmäßig verteile ich mal ein bisschen was hier. Der hat nichts. Aber der ist ein guter Kämpfer. Ja. Oh, die Dragon Armor müssen wir noch verteilen. Ja, anziehen. Ich bin so abgelenkt die ganze Zeit. 207. Bam. €80 die Spinnen doch. Ja. Ich kann nicht mehr zurück, oder? Offensichtlich kann ich hier nicht mehr zurück. Oh, doch, kann ich. Aber muss ich jetzt komplett zurück? Aber mit Flick können wir ja zum Beispiel, glaube ich. Warte mal, wo sind wir jetzt hier? Bin gerade völlig verwirrt. Okay, warte kurz. Blinking Mirror. Wir werden jetzt diesen Punkt wieder hergehen können, oder? Ja. Die Spindyröme hat Obelix für 30 bekommen. Also auch immer gesagt, ja. Aber ist Matthias überhaupt noch da, Freunde? Wir können die Party-Members, glaube ich, gar nicht mehr ändern. Ich glaube, Matthias ist nicht mehr da zum Ende der Gruppe. Scheiße. Es sagt Nova. Nova, der größte Sammler, der älteste Sammler, fragt, ob es nicht reicht. Ob es nicht digital reicht. Also, scheiße, hier wäre Matthias gewesen. Fuck. Nix los in der Hose. So ein Scheißdreck. Haben wir verkackt. Cleo ist jetzt weggeblieben. Aber die Frage ist, ob wir nochmal speichern. Aber ich glaube, dort wäre bestimmt auch eine Speicherung gewesen. Ja, sie war tapfer und treu. Aber genau das meine ich. Genau das meine ich, Xena. Genau das ist das, was ich an Sekunden kritisiere. Du hast keine. Du hast zu viele Leute einfach. Du kannst gar nicht richtig aufbauen. Beziehungen so, ne? Jetzt war Cleo die ganze Zeit dabei, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und. Oh Gott, nein! Wo müssen wir hin? Na, auf den Checkpoint. Das ist nicht so, die Charaktere sind nicht so, die sind nicht so. Die kannst du nicht so greifen. Außer unser eigenen vielleicht. Und eben, Gremio ist tot und Ted war auch früh weg. Das waren die sympathischsten. Und die anderen sind jetzt alle mittlerweile auch nicht mehr da. Das ist, genau, das muss ich sagen. Ich schwenke immer auf Digital, Chris. Ja, genau. Das muss ich sagen. Das meinte ich aber auch, was ich gesagt habe mit Story.
da ist keine konstante Story neben der Hauptstory da jetzt von unserem Helden. Das mit den anderen Freunden und so, das ist halt ein anderes Spiel, die man immer vernünftiger gemacht oder so ein bisschen besser. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ah, da leuchtet's, okay. Oi! Muss das sein? Oh, run, scheiße, wir können gar nicht. Oh, ich glaube, die bumsen uns weg. Room. Die sehen evil aus hier. Rainstorm. Das war Flick Rainstorm, ja. Falcon Rune, das ist Valeria. Shrike Rune, okay, ja, genau. Genau, das war die Kassim. Genau, die kann aus der Ferne angreifen. Und Medin kann auch aus der Ferne angreifen. Sehr gut, das ist ein gutes Team, glaube ich. Eine Handvoll Retro Games. Ja, das wird doch günstiger werden irgendwann. So, einer ist schon mal weg. Sag doch, dass es ein bisschen zu laut ist, Mensch. Oh, was? Grin tot? Wollt ihr mich verarschen? Ey, wir hätten auch wieder viel mehr Medizin nochmal kaufen sollen. Ich gebe hier wieder unvorbereitet in die Scheiße rein. Aber vielleicht haben wir... Boah, was geht denn hier ab, Alter? Ach, nö. Scheiße. Was passiert hier? Wir verlieren schon wieder. Gegen normale Gegner. Gefällt mir ja gar nicht. Ja, aber jetzt schaffen wir es. Aber trotzdem viel Verlust gemacht. Krin hat nur 57 HP. Was ist das für ein Blödsinn, ey? Ich hab's doch gesagt mit den Tränken. Ja, vielleicht kommen wir jetzt nochmal dazu, was zu kaufen. Das ist auch dumm. Das, schau, genau, und das gefällt mir auch nicht, diese Methodik, dass unser Team ständig im Laufenwechsel ist. Das ist wirklich mein größter Kritikpunkt. Dieses ständige Teamwechseln. Das gefällt mir nicht an Zykoden. Das kann ich jetzt ganz klar ausgrenzen. Dass mir das nicht so gefällt. Dass wir keinen festen Bezug zu den Charakteren bekommen. Von Valeria weiß ich gar nichts mehr. Valeria ist gut im Kampf jetzt, ja. Aber wo habe ich die her? Was war ihre Geschichte? Keine Ahnung. Flick habe ich aber noch am meisten Bezug zu, dass der war bei Odessa und der war der Kritische. Aber die einzelnen anderen Charaktere, die man auch auswählen kann, das ist alles kein, da habe ich keinen Bezug zu. Das ist, genau, das würde ich auf jeden Fall kritisieren. So, das heißt, lohnt sich Krin gar nicht, ne, den wirklich nicht auf. Der, wenn der so halb tot ist, ne. Wir gucken mal. Das ist jetzt das Schloss, ne? Ach, scheiße, rechts ist auch noch was gewesen. Ah, ne, ist noch auf einer Insel. Okay, geil. Ach, Mann. Keine Ahnung. Wir haben keine Möglichkeit, glaube ich, mehr. Einkaufen zu gehen. Oh, hier geht's los direkt. Sorry, ich muss, Freunde, ich muss kurz, jetzt bin ich nervös und hebelig. Ich muss kurz aufs Klo. Tut mir leid. Tut mir jedes Mal leid, wenn ich im Stream aufs Klo muss, aber ich muss das jetzt kurz machen. Bin gleich wieder da.
So, die haben es mit der Stilprobe verkauft. Und dann kann man über den Chat uns die noch. Sehr gut, ihr unterhaltet euch wunderbar miteinander. Finde ich sehr gut. Alright. Und jetzt die Festung von Rakan. Die Befreiungsarmee hält uns zum Narren. Hält uns für Narren. Ich werde denen eine Lektion erteilen. Ah, okay, jetzt kann ich steuern. Ja, habe ich mitbekommen. Habe auch erst überlegt, ob ich das streame, aber da interessiert mich eigentlich echt nur Star Wars und das kann ich mir beim Nachhinein auch nochmal angucken. Ich wollte jetzt ganz gerne, dass es mit Suikoden weitergeht. Why, Sir Griffin? Ich bin erfreut, dass ihr überlebt habt. Wir hörten, ihr seid attackiert worden. Star Wars, des Outlaws läuft da. Griffin, es war die Hölle. Aber sie hätte mich nicht unterschätzen dürfen. Schaut mal, wen ich hier habe. Das ist Matthieu, militärischer Strategist der Befreiungsarmee. Ich habe ihn als Gefangener genommen. Danke, Nova. Sehr respektvoll. Lasst mich rein. Ich würde das gerne General Kasim melden. Reporten. Ja, Sir. Ich werde ihn unverzüglich informieren. Bitte wartet eine Minute. Klappt das wirklich? Wenn nicht, werde ich selbst flüchten. Was ist das für eine Art, Grin? Du würdest Meister Chris zurücklassen? Ich weiß nicht. Kriegen Sie auch ein bisschen dumm. Schwach und dumm. Bitte kommt rein. Und geht in den Warteraum. Okay. Oh, Far Cry 7. Okay, stimmt. Nova, das ist ja dein Ding. Ja. Ich weiß doch. Commander Chris, während Griffith und ich im Warteraum warten, werdet ihr Victor und Warren befreien. Suchen. Das Gefängnis sollte im obersten Geschoss sein. Des Schlosses sein. Ihr müsst euch beeilen. Ich weiß nicht, wie lange ich General Kasim zum Narren halten kann. Wenn die uns fangen, sind wir tot. Also lasst uns beeilen, Chris. Weil Ubisoft. Okay. Oh nein, jetzt sind hier drei Kämpfe. Das ist aber nicht. Jetzt haben wir den toten Grin da. Mir liegt der auch nicht. Er liegt! Er liegt aber offensichtlich! Scheißdreck. Hell. Wir machen mal einen Hell-Attack. Der Rest greift einfach so an. Der liegt besoffen am Boden, der Grin, ja? Mann, mach jetzt mal Hell hier, dass Ruhe ist. Oh, das wird jetzt nervig, dieser Dungeon. Vielleicht gibt es hier nochmal eine Speichermöglichkeit, wäre ganz gut. Wenn Grin da liegt, ja. Jetzt sind alle tot, oder? Hell ist doch alle tot sind, ja. Ja, sehr gut. Auf dem Bauch, mit dem Gesicht auf dem Boden liegt der. Und auf dem Bauch, ja. Ne, guck mal, die Knie sind angewinkelt. Das heißt, er liegt nicht mit dem Bauch, sondern mit dem Gesicht und den Knien liegt er auf dem Boden. Wie so ein Opfer. Rage Crystal, okay. Oh, jetzt geht's hier rechts, links raus. Oh, Kisten. Taikoku Ware. Was soll das sein? Oh mein Gott, ist das komplex. Oh, ein Ninja. Ich kann nicht zuverlässig weglaufen. Scheiße. Ja, lohnt sich das? Komm, dann attackieren wir jetzt mal mit so einem geschärften Ding. Den müssen wir doch so platt kriegen. Komm, Freunde. Nee, das soll auch nichts verschwinden. Jetzt hätten wir auch nochmal zurückgehen müssen irgendwie. Und die Sachen schärfen von unseren Freunden die Waffen. Oh Mann, ich bin so schlecht im Vorbereiten, ey. Aber ich weiß gar nicht, ob wir die Möglichkeit gehabt hätten. Bam. 286, geil.
Wir hatten auch mal einen Ninja in der Gruppe. Der sogar teuer war, ja? Cage. Obtain Fun Fun. Das war wenig Geld, das war auch nur ein Gegner. Aber so würde ich es mir weiter wünschen. Jetzt habe ich keine Ahnung. Die Musik hört auf. Oh, bin ich schon richtig hier? Jetzt haben wir den Rest des Castles gar nicht gesehen. Oh, zum Glück keine Kämpfe hier. Oh, den ganzen Weg zurücklaufen wäre scheiße. Oh, hier muss die Hölle wieder her. Hier muss die Hölle wieder her, offensichtlich. Da sterben ja alle, ne? Was? Wieso greifen die an? Mann, weil Chris so langsam ist. Das ist ja Müll. Oh, das geht nicht gut aus, Freunde. Mein letzter Speicherpunkt war in dem Dorf. Aber das wäre vielleicht trotzdem ein guter Zeitpunkt, wenn wir jetzt sterben sollten hier unterwegs. Dass wir doch nochmal einkaufen gehen. Und da hatten wir ja schon alle Gruppenmitglieder, ne? Beim letzten Speicherpunkt. Ja, ein bisschen laut, ich sehe es gerade. Da hatten wir ja alle Leute. Das hat die nochmal ausrüsten vernünftig. Dreck. Okay. Ich muss kurz mal eine Runde machen hier. Offensichtlich Yus, Kasumi, Milia, Alter, alle. Okay. Kommen wir hier hoch? Jetzt bin ich einfach nur auf der rechten Seite. Oh, hau ab jetzt! Wieso kann ich nicht... Oh, Mann. Oh, zum Glück. Geil. Das war ein Glücksspiel. Jetzt gehen wir einfach die andere Seite wieder runter. Okay, aber wir machen das jetzt einfach. Dass wir auch wirklich alles gesehen haben vom Castle. Ah, ist eine Kiste. Mega-Medizin, super. Aber das ist es nicht wert, leider. Okay, komm. Der muss doch fightbar sein. Falcon Rune auf jeden Fall. Okay, auf geht's. Easy. Das ist doch easy. Ja, da liegt einfach Grin, ist so ein Opfer. Mann. Hat der gerade Erfahrungspunkte gekriegt? Nee. So. Oh, das passiert was. We can't cross, wir können das nicht überqueren. Hehe. Ich werde mich darum kümmern. Ah, guck mal, jetzt kann er doch was. There we go. So, jetzt können wir. Hehe. Er hat ein Seil gespannt. Okay, wow. Okay. Gerade der. Okay. Hä, wo muss ich hin? Ah, da rein. Okay. Nächste Kiste. Needle. Haben wir auch schon ein paar gehabt. Nein! Oh, das sind zu viele wieder. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber geil. Geht. Puh. So, jetzt sind wir auf dem oberen Schloss des Castles. Da zieht der Himmel vorbei. Wo sind die Gefangenen? Ein Speicherpunkt, Mann, wäre auch geil gewesen. Oh, hier geht's ab. Da wollen wir es immer noch. Warte mal, jetzt ist alles viel zu leise wieder, ne? So. Wir haben es geschafft, Master Chris. Das muss es sein. Ihr seid spät. Du bist spät, Chris. Ich warte hier schon für ich warte hier schon ewig, dass du hier auftauchst. Hehe. Warum bleibst du nicht nur etwas länger da drin und kühlst dich etwas ab? Was hast du gesagt? Was glaubst du, wer du bist, so mit mir zu reden? Hehe. Fang mich doch, wenn du kannst. Meister Chris, ich habe das Schloss geöffnet. Alles klar, Noah, bis später. Yikes. Wow. Ich habe nur Spaß gemacht. Warren. Du musst Commander Chris sein. Ich bin Warren. Danke, dass du zu uns gekommen bist und uns befreit hast. Habe ich dir nicht gesagt, dass sie kommen werden, Warren? Das hast du tatsächlich... Ja, hast du tatsächlich. Wir haben nicht viel Zeit. Lass uns beeilen.
Warren Joints. Okay. Musik etwas zu laut, okay. Ja, ich seh's. Kasim Hazil, da ist er. Es ist lange Zeit her. Oder? Matteo Silverberg. 3, vielleicht 4 Jahre? Warum hast du die Kaiserliche Armee verlassen? Wegen dieses Vorfalls? Das ist einer der Gründe. Aber mehr, weil ich mich selbst nicht leiden konnte. Besonders, wenn ich gekämpft habe. Und du bist der Befreiungsarmee beigetreten. Merkwürdiger Mann. Warum kommst du nicht zurück zu uns? Ich würde bevorzugen, dich nicht als Verräter zu exekutieren. Darüber müsst ihr euch keine Sorgen machen. Was meinst du? General Kasim, wir wurden umzingelt von der Befreiungsarmee. Ah, ich verstehe. Diese Attacken auf die Festungen waren eine Täuschung oder ein Hint, ne? Finte. You're getting rusty. Du wirst rostig, Matteo. Wenn die Reinforcements, ja, die Kräfte halt, die Truppen, Reinforcements. Verstärkung. Wenn die Verstärkung zurückkehrt, wird die Befreiungsarmee weggewischt. Wenn sie zurückkehren. Was heißt das? Wir haben gerade erfahren, dass die Truppen, die die Festungen beschützen sollten, in einen Hinterhalt bei Georgetown Army geführt wurden. Was? Warum diese? Du warst das, Matteo? Das ist korrekt. Ich habe Georgetown einen Brief geschickt, um sie zu informieren, dass die Kaiserliche Armee plant, ihr Land zu invaden, also ne, zu ne, in ihr Land einzudringen. Die City, der City, der Stadtstaat von Jousten ist hungrig nach diesem Königreich oder Reich. Es ist ziemlich einfach, sie zu manipulieren. Verräter! Du wagst es, dieses Land zu verkaufen? An diesen Stadtstaat? Solche Ambitionen habe ich nicht. Ich habe sie lediglich manipuliert. In keinster Weise bin ich Hand in Hand mit Johnston gegangen. Es ist eher so, dass der Stadtstaat diese Gegend hier vorübergehend einnimmt. Vorübergehend einnimmt. Aber die Befreiungsarmee wird nicht mehr als das erlauben. Verdammt, heißt du in der Hölle. Oh, you conniving turncoat. Okay. Conniving turncoat. Verbindungsmantel. Das muss ich wieder reinschreiben, weil ich nicht weiß, aussprechen soll. Conniving. Niving? Nein. Conniving. Ing. Hinterhältig. Turncoat. Mantel oder was? Nee. Turn. Halt. Überläufer. Ah, okay. Du hinterhältiger Überläufer. Alles klar. Gut. Wir sind schlauer. Master Matteo. Seid ihr, geht es euch gut? Wir haben uns um das größte Geschäft draußen gekümmert. Um das meiste. Ton kratzt, okay, alles klar. Heute ist wieder schlimm. Warum? Warum ist dies? Yo. Humphrey, yo. So, und wir haben die Leute befreit, auch nice. Sieht aus, als ob wir gerade richtig kommen. General Kasim Hazil,
Jetzt bin ich dran, um eine Anfrage zu stellen. Bitte gebt auf. Oh, das hat immerhin das hochtrabendes Englisch haben. Hä? Seht ihr das gar nicht? Scheiße, ist gar nicht eingeblendet. Doch, jetzt. The ideal empire you once envisioned has changed beyond recognition. Das ideale Imperium, das sie sich einst vorgestellt haben, okay, cool, hat sich bis zur Unkenntlichkeit verändert. Der Kaiser selbst, dem ihr ewige Treue geschworen habt, hat sich verändert. Hat sich auch verändert. Wollt ihr immer noch der Vergangenheit nachhängen? Ich will immer noch... Oh, wer ist das? Ah ja. Der Millich, Oppenheimer, guck mal. Du bist ein dummer Mann, Kasim. Wie der Rest der 5 großen kaiserlichen Generäle. Denk drüber nach. Glaubst du wirklich, dass der Kaiser noch der gleiche Mann ist, den du einst kanntest? Warte kurz. Ja, passt. Ich weiß nicht. I don't. Du weißt, dass er es nicht ist. Du bist einer der kaiserlichen, loyalsten, Folgender, keine Ahnung. Ist es nicht deine Pflicht? Ist es nicht deine Pflicht, ihm zu zeigen, dass er sich auf dem falschen Weg befindet? Die 5 großen Generäle den 5 großen Generälen war es nicht möglich. Oh, Deterioration. Deteriorating. Hat Tori oder so. Deteriorating. Habe Jesus Oreo Maria bewertet. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Detor. Nee, Deter. Deter. Rior. Rating. Es war den 5 Großgenerälen nicht möglich, das Kaiserreich davor zu schützen, sich zu verschlechtern. Okay, gut. Deswegen ist nun die Zeit gekommen, dem Kaiser die Augen zu öffnen. Meinst du nicht? Schweigen. Okay, ich gebe auf. Es freut mich, dass du das verstehst, General Kasim. Kasim Hasil. Nice. Okay. Wir müssen uns sofort zurückziehen, Commander Chris. Wenn wir zu lange hier rumstehen, wird der Stadtstaat uns attackieren. Was? Nichts für mich zu tun? Verdammt. Ich hatte gedacht, wir räumen jetzt hier richtig auf. Sagt Victor. Gut. Okay, dann gehen wir jetzt einfach zurück. Jetzt nimmt es ein bisschen Fahrt auf hier, muss ich sagen. Was ist mit euch? Geil, wie er einfach immer hin und her geschubst wird. Stimmt, der ist ja nach vorne eingerichtet. Komm, die kriegen wir doch aber so platt. Oi! 468, alter krass. Hi, Valeria. Da rächt sie sich. Komm, eine Runde noch, dann ist er weg. Die Kasim, die kann nix. Guck mal, Krin 0. Ist lächerlich. Okay, okay. Jetzt gehen wir wieder hier hin, vermute ich mal. Ja, genau. Wir wollen jetzt zurück, hat's geheißen. Ah, oh, was passiert hier? Max. Die Zeit ist endlich gekommen. The time has finally come to deliver a crushing blow to those despotic Imperials. Es ist endlich an der Zeit, diesen despotischen Imperialen einen vernichtenden Schlag zu versetzen. Wir müssen der Befreiungsarmee helfen. Seid nicht zu spät, Sancho.
Sancho. Ja, Meister. Was sind das denn für zwei? Fertig, los! Die greifen uns an, oder was? Wer zur Hölle seid ihr? Wir sind in Eile. Die Befreiungsarmee... Eagerly? Eifrig. Erwartet uns eifrig, okay. Wir müssen uns beeilen, nach Mavaria Castle zu kommen. Master! Was ist los, Sancho? Diese Leute. Die Kollegen hier. Ich fragte, was ist los, Sancho? Er ist Master Chris hier, Führer der Befreiungsarmee. Max und Sancho, ja. Was? Mein Gott! Bitte vergib meine Rüpelheit. Mein Name ist Maximilian, früher Commander der späten... Lamentet? Beklagt. Beklagten Knights of Maximilian. Ah, der später verklagten oder beklagten Knights of Maximilian. Als meinen finalen Arbeitsjob würde ich gerne euch zur Hand gehen. Please let me join, ich flehe euch an. Okay. Bitte, großer Grant. Mein Master ist wish. Also, bitte erfüllt meine Meister seinen Wunsch, bitte. Ja, recruit ihm halt. Danke, vielen Dank. Bitte beobachtet mich im Final Blaze of Glory. Final Blaze of Glory. Letzter Ort des Ruhms. Final Blaze of Glory. Letzter Ort des Ruhms. Ich gebe mir so Mühe, das heißt doch Blaze. Warum? Ich mach doch extra ein B. Final Blaze. Letzter Platz. Und der macht Blaze draus. Final Blaze of Glory. Letzter Ort des Ruhms. Letzter Ort des Ruhms. Nein, Blaze. Sturm wahrscheinlich. Blaze ist, glaube ich, Sturm. Es ist wundervoll, oder, Meister? Okay. Sancho joins. Schau, gar kein Bezug zu den beiden jetzt. Die sind jetzt einfach dann da. Und das ist einfach ein bisschen lame. Da steckt so viel Potenzial drin. Wahrscheinlich in so Charakteren, aber die sehen halt cool aus und alle, aber man kriegt nichts. Man hat keinen Bezug zu denen. So. Jetzt aber. Nochmal ein bisschen vorbereiten, oder? Antai. Blaze und Blaze. Also ich habe mir schon Mühe gegeben, das B vernünftig auszudingsen, ne? Ja. Die Mucke hier wieder. Ja, komm, wir stayen. Und wir safen und dann gehen wir einkaufen nochmal. Der Schmied bei uns in der Dings. Achso, wir können ja das Blaze benutzen wieder. Nicht Blaze. Was sag ich denn? Den Mirror. Um zurück zur Dings zu kommen. Aber ich mag, dass die Story da weitergeht. Klingt wie eine Metalband. Rolantica, das stimmt eigentlich. Ja, Heidrich, ich weiß. Kiste voll. Wo ist denn das hier? Ne, hier bei Rüstung. Ist die Frage, ob es mit den gleichen Leuten jetzt eigentlich weitergeht. Warum musste Grin jetzt hier sein? Ach, wegen dem blöden Rope bloß. Nur damit er das Seil spannen kann. Deshalb musste der jetzt in der Truppe bleiben, oder was? Das ist ja ein Schwachsinn auch. Mega Medizin, so. Ich hab. Der hat auch schon, ist egal. Ach, Grin, jetzt habe ich Grin natürlich gegeben. Super, Flick. Der hat keinen Platz. Die hat auch schon. Toll. Die hat auch schon. Das haben doch alle. Ne, Flick muss mal kurz noch was loswerden hier. Das Ding konnte ich auch noch nicht ablegen, ey, leider. Taikoku-Ware, Defense. Oh, Speed-Bonus. Taikoku-Ware. Was ist denn das? Equipment? Was ist denn Taikoku-Ware? Ach, kann ich es einfach nicht tragen, oder? Ich muss es mal kurz abchecken.
Handover. Ja, ich kann es aber nicht tragen. Krin kann es tragen, super. Und Kasumi. Dann gehen wir es Kasumi. Völlig klar. Kasumi, Tekokuwe. Oh, guck mal, von einem. Ah, oh, das ist immer ein Aufstieg, jawohl. Die hat es aber auch nötig. Okay. Rage Crystal Mega Medicine, noch irgendwelche Magic Rope. Defense. Achso, ne. Jetzt die Frage, was haben die Karate-Uniform? Ich gebe der mal. Aber das wird, weiß nicht, ob der was bringt. Ah, doch. Okay, nimmt sie das. Okay. Krin kannst du vergessen. Den können wir jetzt auch auswechseln dann normalerweise. Okay, ich kaufe nochmal ein bisschen Medizin. Engelsgesang. Ich glaub's nackt, ey. Ja. Super Engelsgesang. Bei Flick ist Hopfen und Matz verloren, fürchte ich. Warum? Ich finde ihn ganz cool. So, Mega-Medizin. Wer hat jetzt keins gehabt? Er hat noch keins gehabt. Ah, der hat schon! Flick hatte keins, verdammt. Egal, jetzt haben wir alle noch so viel. Jetzt haben wir wirklich alle genug Medizin. Der hatte immer noch. Was? Der hat auch einen Taikokuwer. Hä? Jetzt muss ich kurz aufpassen. Flick. Taikokuwer. Handover. Nein, sowas kriegen. Ja, gut, bevor wir es wegschmeißen, aber was kriegt es halt doch drin? Dann kriegt halt doch Krin mal die Taikokuwer hier. Alter, von 15 auf 61. Ist aber auch trotzdem immer noch nicht viel, ey. Alex, unser grundsätzliches Ziel ist einfach eine riesengroße Armee aufzubauen und die anderen platt zu machen. Die kaiserlich, ne? Krin loswerden, Alex, ja, ne? Unser Ziel ist es quasi, wir haben jetzt gerade die Festung da eingenommen und den Gegner einfach zu schwächen und zu viel zu rekrutieren, wie es geht. Ja, die Story ist vielleicht auch ein bisschen zu militärisch oder militärisch, militant, militärisch. Ich weiß nicht, da fällt mir so ein bisschen die Liebe. Ne? Muss ich auch sagen, für Coden, die Story ist jetzt auch nicht so der Hammer, muss ich sagen. Also, ne? Da habe ich auch schon Besseres gesehen und gehört. Da waren ein paar Ansätze, die geil waren. Also diese Zeitreise und so weiter. Da war geil mythisches Zeug dabei. Lorelei wäre Liebe gewesen, ja. Das stimmt. Ich finde inhaltlich, ja, war nicht so viel. Klar, die Leute sind gestorben, Gremio und so, die Opferung und so weiter, das war alles Ding, ja. Aber wie gesagt, es hat auch damit zu tun, dass die Party nicht so richtig beisammen bleiben kann. Dass es alles so lose Leute sind. So, was ist jetzt los hier? Einmal noch Medizin für Flick. Jetzt hat er einen Platz frei. Und dann haben wir es aber jetzt. So. Schmied. Wir gehen zum Schmied. Mal gucken, was die machen können. Wenn es einen gibt. Das war so ein Chatsding. Wo war denn der Schmied hier? Ich glaube, rechts unten habe ich Gefühl. Oder? Nee, da war eine Bar. Da war da links oben. Der ist verschwunden, ja, das stimmt. Hier gibt es keinen Schmied, glaube ich. Okay, scheiße. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt doch zurück zum. Ja, wir machen jetzt Flick. Und sein Mirror. Blinking Mirror Use. So. Krin und Flick, ja. Können wir jetzt vielleicht ändern hier. So, erstmal zu den Schmieden, oder? Beziehungsweise erstmal abwarten, was die Story jetzt vielleicht macht, aber. Oh, warte! Jetzt haben wir die ganze Scheiße gekauft und nicht gespeichert. Warum kann ich hier nicht speichern, verdammte Scheiße, Holz? Oh! Wir gehen aber kurz hier in den Ort. Teleportieren bitte. Kaku war es, ne? Ja, Kaku. Ja, ich speichere ja. Ich bin dabei. Das Speichersystem gefällt mir auch nicht. Von Suikoden, muss ich sagen. Da müsste es öfters was geben oder keine Ahnung. Irgendwie anders. So. Setzen wir einfach nochmal den Mirror oder ist er eh unendlich? Bevor ich da ans Schiff gehe. So.
Jetzt gehen wir einfach mal hoch zu den Schmieden und gucken, was daran abgeht, so noch. Vielleicht wird ja neues diskutiert. Neue Angriffe, neue Strategien. Wo waren die Schmiede? Waren die Level 3? Bin mir nicht sicher. Nein, waren sie nicht. Wo ist der Meisterschmied? Schärfet unsere Waffen. So, Geld haben wir. So, Krin, nein. Flick, Level 9, yes. 18.000, wir müssen aufs Geld gucken. Nicht, dass wir wieder hier... 27.000, okay. Flick, oh, Flick, du musst es... Valeria, Level 7, machen wir mal Valeria noch. Ist ein bisschen günstiger. Man muss die Eisen schmieden, solange sie heiß sind. Richtig gesehen. Und Valeras Eisen ist heiß. 7 Star. Okay, so. 7 Star hat auch 27.000, ja. Jetzt müssen wir langsam gucken. Kasumi, Level 7. Ich habe ja fast wieder nur eine Frauentruppe hier, sehe ich gerade. Kasumi, ja. 18.000. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt geht nicht mehr viel. Melia, Valhalla. Nochmal einen Flick rein vielleicht. Ich mache nochmal Flick. Flick wird der Best Buddy jetzt. Was ist mit Runenfragmenten? Haben alle welche? Ne, keiner hat eine überhaupt dabei. Komm, einmal sharpen, geht noch irgendwas. Kasumi. Ah, ne, warte hier. Milja dann. Und nochmal Milja, oder? Ne, warte, geht's? Can't handle. Can't handle, can't handle. Ah, doch Milja geht. Nein! Ne. Ja, Krit schmeißt man es eh raus, wenn's geht. Okay. Alright, alright, alright. Dann jetzt geht's. Ah, warte kurz, lass mich noch kurz. Warum kann ich das blöde Ding nicht ablegen bei dem? Dieses Fragezeichen-Ornament. So, was droppen wir? Ich hab so ein. Irgendeinen Scheiß hab ich gefunden. Rage Crystal rein. Ja. Escape Talisman. Oh, geil. Das, okay, das Gute ist, Krin ist dabei. Das ist vielleicht wichtig mal. Das kann ich wieder nicht abgeben, ne? Master Robe. Karate-Uniform. Auch Karate-Uniform. Ja, hat nichts, okay. Hast du eigentlich schon mal so einen 3D-Dungeon-Crawler gespielt? Was meinst du damit genau? Du meinst die alt, so wie Daggerfall, habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, ne? Da gab es doch ein Spiel in irgendeinem Video gestern. Warte mal, ist das jetzt aufwärts oder abwärts? Das habe ich wieder verpeilt. Das ist abwärts, okay. Ich glaube nie richtig. Nicht ernsthaft so. Ja, da gibt es auch Rollenspiele in diesem Genre. Oder in diesem Setting. Habt ihr schon mal so einen 3D-Dungeon-Crawler gespielt? Ich, Lands of Lore wäre mal was gewesen. Habe ich mal überlegt gehabt. Lands of Lore 3, glaube ich. Ist, sieht ziemlich geil aus sogar. Also retromäßig cool. Ich glaube, das ist sowas. Das hätte ich mir vorgehabt. Aber hab's noch wieder verworfen, weil es irgendwie. Vielleicht lief's auch nicht richtig. Lands of Lore 3, glaube ich, war mein Thema. Oh, guck mal, da stehen sie alle. Ich habe wieder nicht gespeichert. Jetzt habe ich wieder alle. Warum ist es so? Warum ist es so, dass ich hier nirgends speichern kann? Verdammte Scheiße. Ah, Clio. Okay. Ja, jetzt wird erstmal geredet, denke ich. Komm mal, der Chris. Zu diesem Zeitpunkt haben wir das meiste kaiserliche Gebiet befreit. Es bleibt nur noch die imperiale Hauptstadt. Kaiserliche Hauptstadt. Die Befreiungsarmee ist eine gleichgesetzte Kraft gegen den Kern der kaiserlichen Armee geworden.
Still remaining at the capital. Gut, wir sind bereit. Welches Ziel attackieren wir als nächstes? Die Hauptstadt? Ohne Frage. Ja. Um in die Hauptstadt zu bekommen, müssen wir hinter die Festung von Quaba, welche von Ein Guide kommandiert wird, oder über den Wasser, rückwärtigen Wasser, General Sonja, Schulens Floating Fortress auf Shazarazade. Oh, Schulen, das war doch die, war auch eine Frau da auch, ne? Sonja Schulen, ja. Ich sage, wir gehen über die Festung von Quaba. Wir können nicht genug Boote vorbereiten, um Shazarazade zu attackieren. Das ist genau das, was der Gegner denken würde. Macht euch um die Boote keine Sorgen. Wir werden 500 von ihnen haben. Bis morgen früh. Weiß ich nicht. 500 Boote! Das ist unmöglich. Oh, was soll ich sagen? Ja, ich vertraue da Matthieu. Der ist echt der Geschickteste. Alright, let's go to the work. Thank you, Sir. Also haben wir ihm quasi verziehen, wo er Bedenken geäußert hat, dass wir ihm nicht trauen oder ihn hassen, habe ich vielleicht jetzt somit widerlegt, seine Ängste. Ich schwöre, ich werde mein Versprechen halten. Bitte freut euch auf morgen oder sowas. Das ist vielleicht unrealistisch. Es wird ein großer Kampf morgen. Geht früh schlafen, geht besser früh schlafen heute Nacht. Okay, sind wir Finale? Strategist Matthieu. Sir. Ja, Sir Humphrey. Ich hörte, dass ihr einst in der kaiserlichen Armee gedient habt. Und dass der Kalecka-Vorfall der Grund für euer Gehen war. Und das ist wahr. Ich war unfähig, diese Tragödie zu vermeiden. Inmitten des Kriegs entdeckte ich meine eigene Kraftlosigkeit und habe die kaiserlichen Kämpfer oder Mächte verlassen. Ich hoffte, ein ruhiges Leben zu leben und nie wieder Krieg zu sehen. Ich war einer der Soldaten, der Kalecka angegriffen hat. Es ist mir nie gelungen, diesen Vorfall zu vergessen. In meinem Hass oder in meiner Wildheit habe ich meinen eigenen Commander attackiert und bin ein Flüchtling geworden. Das war das erste Mal, dass ich jemanden aus purem Hass angegriffen habe. Und ich hoffe, es war auch das letzte Mal. Humphrey. Distress. Okay, jetzt muss ich doch mal. Ich hab mich so gut geschlagen. This is no time to be distressed. Hat der Schnee Zeit, verzweifelt zu sein? Das ist wieder top-notch Übersetzung. This is no time to be distressed. Dies ist keine Zeit, ist verzweifelt Zeit zu verzweifeln. Zu sein. Wir haben einen Job zu tun. Wenn der Krieg einmal vorüber ist. Ja, dann geht's weiter halt. Okay. Oh, es geht da unten ab. Jetzt wird hier Story vermittelt und Gespräche geführt. Jen. Wer ist es? Hey, halb tot. Okay. Wir haben einen großen Kampf morgen. Was tust du? Ach, die beiden. Was machst du überhaupt selber, Anfänger? Ich hab dir gesagt, du sollst nicht in meinen Raum kommen. Ohne Erlaubnis. Giza. Gize. Geza. Meine Güte, okay. Du könntest morgen tot sein. Deshalb wollte ich dein Gesicht nochmal sehen. Dank Meister Matthieu. Matthieus verrücktem Plan.
Muss ich die ganze Nacht arbeiten? Ach, er war der Bootsbauer! Er war der Bootsbauer, ne? Stimmt. Ich habe nur eine kleine Pause gemacht, um euch zu sehen. Und... Oho! Dann soll ich meinen besten Tee brauen. Grüne Schuhe, wieder meine Live-Show, ja? Was war das jetzt hier für eine komische Konversation aber auch? Oh, Clio? Pan. Es wird ein großer Kampf morgen. Bitte beschütz mich. Moi. Einmal 500 Boote, bitte. Bis morgen. Oh, geil, die. Was ist mit denen los? Kimberly. Was ist das Problem, Taiho? Du trinkst gar nicht. Hä? Oh, ich habe nur über morgen nachgedacht. Das passt gar nicht zu dir. Ah, nein! Mann, ich hasse das. Nur wir beide? Scheint, als ob wir zu dritt wären. Ich hasse das. Was hat die gesagt jetzt? Das ist wahr, großer Bruder. Wir drei zusammen. Verdammt. Inconsiderate Fellow. Inconsiderate Fellow. Rücksichtsloser Kerl. Rücksichtsloser Kerl. Also die will mit Taiho und er ist halt, er stört halt noch. Der große Bruder hat eine Schwäche für die Ladies. Besser, ich bleib hier und beschütze ihn. Okay, was ist hier los eigentlich? Okay. Okay. Oh. Hier geht's auch weiter. Schau, guck dir das jetzt mal an. Jetzt wird hier halt im letzten Moment allen Charakteren, die es hier gibt, nochmal versucht, eine Story zu vermitteln oder irgendwas, ne, dem Spieler nahe zu bringen. Das funzt aber nicht. Tenga, aber Tenga war geil. Isn't the moon beautiful tonight, Hicks? Ach, die beiden, ja, genau. Tenga und Hicks. Ist der Mond nicht wunderschön heute Nacht, Hicks? Hä? Hast du was gesagt, Tenga? Alter. Alter, weißt du, die beiden, das waren schon geile Charaktere, die beiden. Von denen hätte ich gern mehr gesehen, ne? Aber das kommt einfach zu kurz dann, wenn so viele Charaktere da im Spiel sind, ne? Das war lustig mit dem. Hicks war ja auch eine Wurst. Das war lustig. Nimm etwas von dem Fisch. Er ist, schmeckt sehr gut. Oh, warum bist du nur immer so? Was? Warum schaust du so böse? Ich bin nicht böse. Doch, ist sie. Klassischer Streit. Oh, Flick. Oh. Oh, das ist er, oder? Was machst du hier draußen, Sir? Was machen sie draußen, hier draußen, Sir Flick? Ihr fangt euch noch eine Erkältung ein. Ah, oh, nichts. Ich denke nur. Über Lady Odessa. Wir haben einen frühen Morgen. Morgen. Hä, wir haben early morning tomorrow. Geht besser zurück ins Bett. Wenn ihr nicht schlafen könnt, habe ich einen guten Tee. Danke, Sanchez. Sanchez muss aufpassen mit seinem Namen. Nicht, dass er irgendwann mal Dirty Sanchez genannt wird. Oh, da ist Grin. Hör auf, da liegt der. Jetzt liegt der ja immer noch da. Hm. Wow, Schätze. Zu viele zum Tragen. Grinnt auch einen im Tee, ja. Guck, Alter, jetzt müssen wir uns tausend Dinge anhören. What? Was? Worüber denkst du nach? Ob wir morgen gewinnen? Wir können. Wir können, aber... Aber? Viele junge Leben werden wir verlieren. Der Gedanke schmerzt mich. Mich auch. Wir Älteren sind vorbereitet, aber... Es schmerzt, jüngere Leute sterben zu sehen. Oh, ist schon deep jetzt.
Endlich, wir sind bei uns angekommen, Victor. Ich komm rein, Chris. Hey, ich bin nackt. Hast du bereits geschlafen? Beeindruckend, wie du vor einem so großen Kampf schlafen kannst. Eben wie ein wahrer Führer. Ich will dir was geben, Chris. Nimm es. Eine Schelle. Obtained Steel Hatchet. Eine Axt, oder? Steel Hatchet. Stahlbeil. Stahlbeil, ja. Das war Gremios Axt. Beil. Ich habe sie zurückgebracht von Sonia, vom Sonia-Gefängnis. Ich habe sie versteckt bis jetzt. Ich dachte, es würde dich nur noch mehr traurig machen. Aber ich werde vielleicht mein Leben morgen verlieren. Also dachte ich, ich gebe sie dir heute Nacht. Chris, es wird eine große Schlacht morgen. Viele Leben werden verloren gehen. Aber du musst weitermachen. Für all die Soldaten, die an eine bessere Zukunft glauben. Für Gremio, richtig? Ich werde jetzt zurück zu meinem Raum gehen. Oder in mein Zimmer gehen. Chris, lass uns morgen einfach gewinnen. Easy. Oh Gott. Genau, das ist auch so ein Aspekt, der mir vielleicht nicht gefällt. Diese Verschwiegenheit unseres Charakters. Das ist auch immer so eine Sache, ne? Will man, dass der eigene Charakter redet oder nicht? Das ist auch schon bei Zelda so ein Problem oder bei Half-Life und so Geschichten. Weiß ich nicht. Ich hab's doch ganz gerne, wenn sich der Held auch mit unterhält. Ne? Das ist auch so ein Ding normal. Was ich an Suikoden vielleicht kritisieren würde. So. Jetzt nochmal speichern, oder? Wäre gut. Wenn wir nicht aufgehalten werden. So, ich rede mit niemandem. Ich gehe direkt in den Keller und teleportiere mich. Aber warte! Wir haben wieder keine Crew da. Dann macht es Sinn, jetzt wieder zu speichern, wenn wir kein Team haben. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, oder? Scheiße. Aber wo sind die alle? Ich kann auch gar nicht. Flick ist gar nicht dabei jetzt. Da ist Matteo. Kann ich bei dem das Team machen vielleicht? Oder will der direkt in den Kampf ziehen jetzt? Change Party Members? Ja, auf geht's. Was heißt Change? Admitten, ja? So, Cleo als erstes, oder? Jetzt holen wir erstmal das Team. Camille, nee. Valeria. Aber ich nehme nicht nur Frauen auf jetzt. Oh, hier, Kimberly. Hicks, oder? Ah, Victor auf jeden Fall. Das ist gar nicht Victor. Cydonia, wo ist Victor? Kann ich Victor gar nicht nehmen? Victor steht nicht zur Auswahl. So ein Dreck. Hä, finde ich dumm. Was hat man jetzt für Leute jetzt vorhin gehabt? Die habe ich schon ausgerüstet, Mensch. Alter, die ganzen Bösewichter hier. Was sind denn jetzt die ganzen... Wo ist ein Milia zum Beispiel? Hä, bin ich dumm? Kratzenkristall, okay. Das sind... Die ich will, sind gar nicht zur Auswahl da. Hä, Flick ist nicht dabei? Was soll denn das? Hey, keine Ahnung, vielleicht muss es storymäßig doch anders laufen. Ich hab jetzt mal nur... Ich gehe speichern erstmal. Das ist jetzt dumm, jetzt habe ich die ganzen Gescharpenten alles. Dreck. Ich glaube nicht mehr so lange, oder? Das war jetzt schon ziemlich... der große Kampf kommt jetzt. Ist die Frage, wie es sich da halt noch zieht, ne? Und ob der in der Stunde machbar ist, weiß ich nicht genau. Aber jetzt speichern wir erstmal. Und dann gucken wir mal, wo es wirklich weitergeht. Ich glaube, draußen dann am Hafen, oder? Nein! Sie kann nicht... Wir können nicht speichern. Scheiße. Okay, wir müssen einfach so weiter... Oh, Mann. Dann müssen wir storymäßig weitermachen. Wie ich es hasse.
Das muss ich echt sagen. Speichern war die Hölle hier. Jetzt geht's los. Alter, was sind das für Boote? Schaut euch das an, Boss. Oder seht ihr das an, Boss? Der medizinische Offizier hat für wahr ganz verrückte Ideen. Ist das Eis? Kein Scherz. Meinen Fresh... Was? Using my... Meinen Fresh für so etwas zu benutzen. Commander Chris, please take a look at this. Bitte schaut euch das an. It's made of, out of ice. Es ist aus Eis gemacht. Sie haben es mit dem Drachenatem gemacht. Aber das hält doch nicht lang, oder? Unglaublich. Es, Floating haben wir gelernt letztens. Es schwebt im Wasser bereits. Und ziemlich stabil. Auch. Es fließt nicht, aber es schwebt, haben wir gesagt, ne? Floating. Wie versprochen, wir haben 500 Boote. Wir erwarten nun deine Befehle, Commander Chris. Wait a moment. Okay, wir warten einen Moment. Yes, sir. But please hurry or the ice will melt. Oder das Eis wird schmelzen. Ja, aber jetzt ist die Frage. Freunde, wie kann ich jetzt speichern? Kann die jetzt den Spell aufrufen vielleicht? Ja eben, aber wieso kann ich jetzt hier nicht speichern? Das ist zum Kotzen wieder mal. Bitte lass mich hier jetzt ins andere Dorf gehen. Bitte! Ah! Okay, nice. Kaku. Ab zum Kaku-Speicherort. Nice. Ich glaube, jetzt könnte man auch nochmal ganz viel irgendwie versuchen und so. Aber, also nochmal die Welt erkunden und so weiter. Aber es wird jetzt die finale Schlacht werden wahrscheinlich. Aber ja, gut. Da brauche ich ja keine Teammitglieder auch, ne? Aber wahrscheinlich wird nach der Schlacht wird es doch noch ein bisschen weitergehen dann, ne? Wir müssen gucken, jetzt was passiert. Ohne Speichern wäre es fatal, ja. Wir haben jetzt Valeria noch dabei. Ist die Frage, ob es klug wäre, jetzt doch Teams noch zusammenzustellen oder dann im Später, ob es sich, dass ich, oder, dass es später sich herausstellt, dass es dumm war. Aber ich konnte meine Leute gar nicht nehmen. Flick nicht. Victor nicht. Das ist schon scheiße. Wo sind die Boote? Sieht man hier gar nicht. So, jetzt sind wir direkt an der Küste. Hä? Achso, wir müssen wieder hoch. Okay. Eisboote, Alter. Na, ob das gut geht. Okay. Rein da, erstmal. Use Elevator, yes. Fourth floor. Also, eine gute Stunde Zeit haben wir jetzt noch. Nee, warte mal, wir haben mehr Zeit noch. Nee, geil, nee, 22 Uhr ist dann. Gerade völlig daneben gewesen. So, hier, auf geht's. Yeah. Alright, move forward. Alle Kräfte nach vorne. Oder Angriff. Das wird jetzt die letzte Schlacht in diesem Stil sein wahrscheinlich. Shazarasate. Charade. So, jetzt werden die sich auch nochmal unterhalten. Oh, die sind stärker, scheiße. Wir sind zu schwach. Das ist Schulen. Ich schwöre bei meinem Namen, der Sonja Schulen ist, dass ich die Floating Fortress verteidigen werde. Fuck, wir werden verlieren. Außer wir handeln taktisch klug. Hey, du Süße. Hey, du bist wirklich süß. Okay. Ha, wie kannst du es wagen? You impertinent Scoundrel, Penner. Nee, was Scoundrel nochmal? Schuft! Schurke! Du blöder Schurke. Okay, aber... Ja... Was ist Other's Dragon Attack Healed to Bow? Make the enemy turn traitor. Oh, krass. Check the enemy strategy. Will definitely succeed. Check the enemy strategy. Fails sometimes. Oh! Okay, okay. Aber wir checken mal die aus, oder? Wenn das geht. Leave it to me, Sir. Schau, der Cage, Xena, der lohnt sich. The enemy's next plan is Sonjas magic. Oh, Freunde, was war gegen Magie gut?
Scheiße. Komm, Prisma! Ist er denn noch anwesend, der Herr? Scheiße. Was war gut gegen Magie? Bogen, oder? Oder auch Magie? Ei. Sollen wir chargen? Ich warte mal kurz auf eure Antworten, wenn ihr antwortet. Charge wäre halt dann meine Wahl jetzt eigentlich. Okay. Gut. Keine Antwort. Dann charge ich. Nights Party. Attack Power 30. Oh. Nur 24, okay. Ah, guck mal, das sind die drei Boys. Geil, vielleicht, gar nicht schlecht, dass wir die getroffen haben, vielleicht. Bei der Ehre von Maximilian Ritter. Okay, die macht zuerst Magie scheiße. War das die falsche Bogen? Müsste gut gewesen sein. Scheiße! Mann, Admin! Hier werden die Helden sterben, die Kämpfer. Died in Battle, okay, super. Das gleiche wie letztens. Und jetzt? Oh, das war schon mal ein richtig schlechter Start, verdammte Scheiße. Wir chargen nochmal. Das kann ich schon vergessen, ey. Bow Attack. Jetzt mache ich mal Bogen. Das wird nicht gut ausgehen, Freunde. Schon die erste, weil wir das erste Ding schon verkackt haben, ey. Ah, schau, was ein Fehler! Scheißdreck. I'll show you my magical power. Unendliche Macht! Ja, schaffen wir trotzdem nicht. Nochmal Bogen. We can't be late. Was? Vergiss es, ich muss neu laden. Einmal Reset-Taste. Ach Gott, ey. Also was war denn erst jemand mit Magie? Ich hätte Bogen machen sollen, anstatt Charge. Ah. Bogen. Und damals hat sie dann gemacht? Hab ich schon wieder vergessen. Es wurde gespeichert, das ist noch alles in Ordnung, ja. Wir sind aber definitiv in der Unterzahl. Wir könnten wahrscheinlich mehr sein, wenn wir noch mehr Leute rekrutiert hätten. Wo sind die Drachenleute eigentlich jetzt? Was ist denn los? Die wollten doch kommen. Was ist für eine Betrügerei schon wieder? Unfassbar. Warum greife ich nicht gleich mit Drachen eigentlich an? Ich kann auch gleich komplett mit Drachen da reingehen. Und wie in Game of Thrones schön alles Blatt feuern oder so. Das wäre doch mal sinnvoll. So. Starten Sie das Spiel. Magie, Bogen, Charge. Alles klar, Admin. So machen wir es. Nee. Also Magie, Bogen, Charge ist der Gegner. Genau, das ist der gegnerisches Zeug. Ich muss dann... Ja, was ist gegen Magie? Bogen gut, ne? Gegen Magie ist Bogen gut. Und gegen Bogen? Kratzenkriss, okay. Beim Neustart der Konsole also auch. Ja, Mann. Guck mal, das Ted. Oh. Der arme Ted. So. Aber diesen Weg jetzt da wieder hinlaufen. So. Kratzen, Chris. Ja, ich muss mich auch gerade kratzen. Alright, Borg. Du machst Bogen, Charge, Magie. Alles klar, danke, danke. So, so, das ist eine Ansage. Geil. Mach ich, genau. Du machst Bogen, Charge, Magie. Okay. Calm down jetzt. Aber vielleicht sind wir trotzdem zu schwach. Ich weiß es nicht.
Kommt jetzt, auf geht's. Bum, babum, babum, weiter, 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 kennen wir alles schon. Yalla, yalla. Bogen, Charge, Magie. Ich kann es leider nicht beschleunigen. Na, wo ist Nova? Ich schwöre bei meinem Namen. Ja, ja, blablabla. Komm jetzt. Fisherman Fans, sind sie zu stark, bist du zu schwach? Ja. Ja, kleine Flirterei hier. So, Bogen zuerst. Bow. Habe ich nur 21 Stärke, schau. See what... Seht, was Elfen können mit ihren Bögen. Okay, geil. Ja, Mann! Verrecket! Du hast 5 Verbot hinter dir, Chris, ja? Richtig. So, schon mal gut. Gleich, jetzt sind wir gleich auf, bisschen mehr. Ich mach weiter. Charge jetzt, okay? Jetzt sind die hier die Top-Kämpfer hier, also wie frisch dazugekommen. By the honor of Maximilian's Knights, Ritter. Ja, ja, ist klar. Komm. Charge Attack. Oh, die chargen auch. Die chargen auch. Ist das die richtige Entscheidung gewesen? Ei. Liberation Army. Ja, die haben mehr verloren. Okay. Und dann mache ich... Magie. Und wie es dann weitergeht... Puh. Magic Power. Oh, nur 19. Eieieiei. Ich schicke da nochmal Cage los. Der soll mir nochmal sagen, was der nächste Move von denen ist. Das habe ich mir jetzt aufgehoben. Geil, okay, läuft. So. Jetzt haben wir Others. Wo ist Cage hier? Die sagt, der sagt mir auf jeden Fall, was die jetzt vorhaben. Und dann gewinne ich das auch noch. Der Enemy's next plan ist Bow Attack. Und jetzt bitte sagt mir, was ist nochmal gegen Bogen gut? Admin. Was war gegen Bogen gut? Charge oder Magic? Ne, Magic wahrscheinlich, oder? Warte mal, oben kann ich so rauslesen. Magie, Bogen, Charge. Das mittlere war Bogen. Das heißt, ich habe Mittel... Charge habe ich gemacht. Charge. Alles klar, machen wir Charge. Auf geht's. Mit den Leuten hier, alles klar. Humphreys Team. Bow Attack. Ah, geil, okay, nice. Sehr gut. Danke für die Hilfe, Edmund. Das hat sehr geholfen, alles. War ein bisschen Cheating. Aber ich muss sagen, dieses Gameplay-Element hier gefällt mir nicht so. Ich will, wenn ich so ein Spiel spielen will, ich keine Strategie-Spiel spielen. Ich will ein Rollenspiel spielen mit Rundenkämpfen oder Echtzeitkämpfen. So, und jetzt? Es ist noch nicht vorbei, ne? Was mache ich jetzt? Mache ich nochmal Bow? Ich lasse mich doch noch klein kriegen. Wir machen nochmal Bow. We can't be late, okay. Wir können nicht zu spät sein, verstehe ich nicht den Satz leider. Scheiße! Schlecht! Alter, wie sterben wir die Fliegen? Wieso? Warum? Mache ich jetzt Charge? Ich will die überrennen jetzt mit meiner Übermacht. Komm, es muss gehen. The Punt. Bitte. Nein, was machen die? Jetzt machen die Magie und ficken mich. Die kriegen mich doch jetzt nicht mehr am Ende. I love you. Oh nein, stirbt er noch. Here's the report. Eileen died.
Gecharged nochmal jetzt! Gecharged! My stick fighting is still pretty good. Ja, dann machen wir jetzt auch. Komm, jetzt müssen die weg sein. Ja, jetzt haben wir sie. Aber wir haben Opfer gebracht, wirklich. Eileen hätte auch nicht sein müssen, ey. Boah. Scheißdreck. Wir haben gewonnen, aber mit Verlusten. Oh, Tenga. Yeah, we did it. Ja, wir haben es geschafft. Es tut mir so leid, Master Theo. So, Master Theo. Puh. Oh, geil, okay. Ja, nice. Direkt ein Speicherpunkt. Da sind die Boote wieder. Okay. Gewaltige Verluste. Aber es wurde gesagt, alle haben gesagt, dass junge Leute sterben werden heute. Und jetzt bin ich hier wieder allein mit der Valeria. Mit der Valeria. What? Boat? Ja, wir gucken mal. Vielleicht kommen wir jetzt nach Gregminster nochmal. Das wäre lustig. Ah, nee, das ist das Ding hier wieder. Warte mal! Aber das ist ja der Punkt. Ja, jetzt können wir nach Gregminster vielleicht kommen. Warte, erstmal hier diskutiert. Was für ein scheiß Kampf das war. Entlade die Ölfässer. Kommander Chris, wir werden die Festung niederbrennen. Mit dem Öl. Um das zu tun, müsst ihr rein. Und close the floodgate. Und die Flut... Tore schließen. Am Ende... Am letzten Ende der Festung. Sobald die geschlossen sind, werden wir das Öl reinkippen und die Festung in Brand setzen. Am letzten Ende der Festung? Ja. Kasumi hat den Bereich bereits gescoutet oder erforscht. Bitte wählt eure Leute, eure Men. Okay, Chris. Let's going. Okay, das heißt, Victor geht auf jeden Fall mit. Flick, Humphrey und ich gehen die Überlebenden verfolgen. Ah, okay. Okay, das heißt, die beiden sind schon mal weg. You can. Ich habe alle Hände voll zu mit den Verletzten. Ja, das glaube ich. So, dann, okay, Valeria ist schon mal, Victor ist da. Dann Cleo kommt mit. Add to party, ist klar. Camille, Kurumi, Kirkis. Valeria kommt mit. So, und jetzt? Hey, wo sind die Bilder? Gibt es keine Bilder mehr? Wen haben wir jetzt noch? Cage, Fuma, Blackman, Kirk. Ich muss nach den Leveln auch schauen, ne? 52, wer ist das? Kasumi. Ah ja, Kasumi natürlich geht mit. Quanda und Krin haben wir gesagt, ne? Ja, scheiße. 52 Milja, okay, gut. Ah, wieder reine Frauentruppe, ey. No change. Seid bitte vorsichtig, Commander Chris. Okay, okay. Okay. Ah, ich hab noch Speichern zu... Bitte, bitte, bitte. Lass mich nochmal zurück. Jetzt bitte nicht... Danke. Oh. Immer... Vor allem die Aufstellung auch noch machen erstmal. Wer steht wo? Formation. Victor. Ja, die kann schon mal nach hinten nämlich. Da tun wir die Valeria vor. Die beiden können aus... die können alle von hinten angreifen eigentlich, ne? Ja, passt so. Aber haben alle Medizin auch dabei. Ich hab zwei, er hat keins, sie hat zwei, sie hat eins, sie hat zwei, sie hat keins. Och, Gott. So, das war's. Mach ich jetzt nicht. Ja, ja. Das war klar, Xena. Das war klar. So, Override Data. Und dann gehen wir mal rein in diese kaputte Festung. Warum wollen sie die jetzt noch niederbrennen? Irgendwie ist das mir auch nicht ganz koscher. Die ist doch schon kaputt.
Das ist merkwürdig. Ich rieche Verrat. Oh, wir haben ein schönes Wassergeräusch. Ah, Kanalisation. Ganz toll. Da ist eine Kiste. Aber erstmal ist ein Fight. Feuerwolf. Kerberos. Okay. Wir fighten den, komm. Victor, ist er noch so gut, wie er früher war? Valeria attackt mal normal. Hat sie auch noch nie gemacht bisher. Wir attacken alle normal. Attack. Attack. Geil. Drei hintenstehende, die sie angreifen können und alles gut. Alter, 459. Okay. Der hält zu viel aus, der Boy. Weil! Stirb halt! Ausgewichen, geil. Boah, der hält viel zu viel aus. Der hat schon über 1000 Schaden ausgehalten jetzt, glaube ich, fast. Guck mal, die, Alter. Krass, wie sie abgeht. Nice. Okay. Chaos Shield. Keiner von uns kann ein Schild tragen. Kann irgendeiner von uns aktuell ein Schild tragen? Diese Schilder. Ja, Valeria. Valeria. Schilder habe ich nie verstanden im Spiel. Oh, 193. Geil, die wird ja richtig krass. Valeria. Wo haben wir die her, die Valeria? Die habe ich keine Ahnung zu. Das ist so schade. Die kämpft gut, ja. Aber woher? Keine Story. Oh, der Level ist auch sehr undurchsichtig. Kann man nicht gut sehen, wo man lang kann. Nochmal der. So. Machen wir mal so. Machen wir mal Rune Attacks. Zack. Vielleicht zieht es mehr ab. Aber nicht so, was er verbrauchen kann. Shrike Rune, jawoll. Attack. Auf geht's. 400. Oh, 302 nur. 173 ist auch nicht viel. Daneben wieder. Fuck it. Jawoll. Jawoll. Geil. Okay. Das läuft. Achtung, Geld. Wie viel? Ah, 4000 nur. Okay. Mhm. Hier ist keine Mucke auch, ne? Es ist halt ruhig einfach. Guard Ring. Okay. Auch kurz. Jetzt gibt's, glaube ich, den geilen Scheiß, nämlich. Halt. Na doch, wir gucken erst. Wer kann den tragen? Chris zum Beispiel nicht. Victor, Valeria, Mia. Was macht denn der Guardring eigentlich? Defense plus 15. Geben wir den mal Cleo. Geben wir den Cleo. Cleo war jetzt nicht mehr dabei. Deshalb weiß ich jetzt aber auch nicht genau. 189. 192. Okay, gut. Läuft. Nein! Oh, was seid ihr? Shit, muss ich auch was mit Siren. Oh, die machen uns irgendwas. Irgendwas 300 und 400. Das waren so 700, 800, glaube ich. Hat zerquetscht. Ja, die Sirens. Was ist mit denen jetzt? Wir checken einfach mal. Wir müssen rausfinden, wie die Gegner ticken. Wir müssen einmal Opfer bringen. 181. 300 halten die aus. Jawohl, sehr gut. Ja, knapp. So um die 300, okay. Fur Cape kannst du noch Valeria geben. Wer hat das? Wer hat hier ein Fur Cape? Fur Cape, Cleo. Valeria. Die ist aber, glaube ich, schon ziemlich gut geschützt. Soll die nicht lieber sie bekommen? Ich weiß nicht, wie gut sie ist. Kasumi hat auch nicht so viel. Ich glaube, Kasumi ist besser, oder? Ah, ne, hier Telkoku-Ware. Hä? Fur Cape. Ach so, ich gucke mir hier gar nichts. Geil, das ist gut. Das machen wir so. Alright. Nächste Kiste. Master Garb. Was ist denn das jetzt schon wieder? Jetzt wird es aber wirklich ein bisschen. Boah! Okay, wer kann es tragen? Ich kann es tragen. Master Garb.
Ich glaube aber, ich gebe es Victor. Ich bin, glaube ich, auch relativ gut. Halt. Victor muss mal ein bisschen geschützt werden. Guard Rope, Master. Oh! 238, jawollo. Gib ihm. Okay. Jetzt kriegen wir echt die beste Rüstung, ne? Melia braucht auch was. Wie soll sie nicht so anstellen? Was hatten die? Kein Helm? Ja, okay, aber... Was kann man ihr geben von den anderen Leuten? Jauntlet Guard Rope. Konnte sie Schilder tragen? Ja. Dann kriegt ihr auf jeden Fall schon mal ein Schild. Dann kriegt die von Victor Guard Rope, wenn sie... Kann sie nicht tragen. Jauntlet kann sie tragen. Megamedizin. Megamedizin. Ja, dann war's das. Aber ist doch ein bisschen was zumindest. Helmet nix. Leather Armor nix. Wooden Shield. Steel Shield. Ja, nice. Das ist gerade... Ja, 178 ist trotzdem das Schwächste. Okay. Aber läuft. Ah! Oh. Eine mehr. Wir machen hier... Jetzt mit Runen. Chris nicht. Geht der auf die? Ah, scheiße. War das dumm? Okay, keine Ahnung. Könnte schief gehen. Die ist weg, geil. Die ist weg, geil. Okay, läuft. Läuft, guck's dir an. Ein Traum. Ah, super. Okay, aber es sind noch normale Gegner jetzt. Wie viel Geld gibt's? 24.000, schau. Das einmal schärfen. Für Level, keine Ahnung. Okay. Scheiße. Ah, der muss, den kriegen wir doch das Blatt, oder? Wenn er nicht ausweicht, der hat gut ausgewichen letztes Mal. Jawohl. Ah, das ist zu wenig ab, Freunde. 800. 5, jawohl. Nice. Alter, Victor, echter Hammer. Victor zum Beispiel, der hat viel Story gehabt. Den habe ich ein bisschen Bezug. Der hat viel Story gehabt und das war cool. Das ist der Einzige, das ein bisschen... Aber der war ja jetzt auch ein Weilchen wieder weg, ne? Das ist so... Schade. So. Mega Medizin, auch nice. Ui! Was haben wir denn hier? Für Leute. Heute. Nee? Okay. Kasumi ist immer die erste, die ist die schnellste, ne? Das heißt, einer ist schon mal sicher weg. Ah, scheiße, ist nicht sicher weg. 414, geil. Oh, die 65 nur. Nein! Scheiße. Die ersten Treffer. Oh, come on, 303. Scheiße. Nein! Oh! Gegenangriff. So ein Scheißdreck. Das hat er zum ersten Mal wehgetan. Na, schau, gegen die Gegner. Gegen Rüstungsgegner. Teilen die gar nicht so gut aus. Scheiße. Oi! Bossfight, oder? Müssen wir wen heilen? Wir heilen mal hier. Und hier. Und hier. So. Hier bist du. Okay. Jetzt geht's los. Okay. Scheint ja kein normaler Gegner zu sein. Scheiße. Warte mal. Was war... Judgment ging trotzdem, ne? Ich muss es versuchen. Ich kann nur lernen durch...
probieren. So, das ist ein Wasserwesen. Jetzt hat sie aber Feuer hier. Ist natürlich schlecht, ne? Dancing Flames und so. Wir machen mal Explosion. Guck mal, wie das ausgeht. 348, wir zählen mit. Oi. 1574, Alter. 1574, okay. Feuer macht der Muschel was? Jetzt macht sie sich gleich auf und dann kommt die Kugel raus. 388, 618, Alter, aber come on. Das ist ja ein Run. Das sind schon über 2000, fast 3000. Jetzt auf jeden Fall 3000. Alter, oh. Okay, geil, das war ein nice, schnelle Attacke. Aber das mache ich nicht mehr, oder? Das hebe ich mir auf, Judgment. Das wird alles nichts bringen. Black Shadow vielleicht? Nee, komm, ich greife so an. Er kann es nur defenden, ja. Wobei kann er doch ein Item vielleicht... Ne, wurde niemand getroffen. Ja, dann defend halt. Bam, bam, bam. Explosion war halt auch stark, ja. Jetzt haben wir schon so viele Dings gemacht, ey. Komm, es muss gehen. Geil, Nova, wieder da. Boah, die Muschel, du bist genau richtig, genau. Wir hatten die Kugel, jetzt kommt die Muschel. Das habe ich nicht gesehen. Aber über 3000 hat er auf jeden Fall schon mal. Die Muschel. Okay, gut, dann mache ich doch nochmal die härtesten Sachen. Alter, 288, das tut weh. Gut, dann, Rune. Und nochmal Judgment. Wenn der so viel hat. Clone Rune. Aber ihr habt beim letzten Mal auch schon gesagt, dass hier, dass er 10.000 hat. So, Attack. Alles klar. Jetzt habe ich aufgepasst. Hätte die nicht eigentlich hochheben sollen? Habe ich da gefailt. 1574 wieder schon. Aber ja, bei 10.000 trotzdem auch nicht viel. Scheiße. Der schießt aber auch immer noch einmal. Der attackiert halt nicht hart. Das ist halt gut. Der schießt halt echt nicht viel. 388, geil. 662. Ja, nice. Komm. 603, geil. Oh! Alter, allein schon 1206. Okay. Hey, das läuft aber gut trotzdem nach wie vor. Bloß, dass unsere Dinger vielleicht irgendwann ausgehen. Jetzt habe ich nämlich nur noch Hell. Er muss defenden. Halt. Ah, er hat gar nichts zum Heilen. Ihm hätte mal Heilung geben sollen. Scheiße. Verdammt. Wir werden noch niemanden heilen hier. Dancing Flames. Jetzt müssen wir schon die schwächeren Sachen rausholen. Shrike Rune, ja. Und sie attackt. Okay. 300. Jawohl. Komm, gib mir auch 300. Was wird nichts bringen, Hell? Ach, Scheißdreck. Bringt überhaupt noch eine Rune was? Doch, komm, Hell. Ach nee, Hell war ja verschwinden. Hell ist verschwinden einfach. Macht's nicht doch vielleicht Schaden einfach? Bitte? Nein! So ein Scheißdreck. 300, bitte komm. Scheiße. Oh! Alter, stark. 520, die Valeria. Wahnsinn. Oh, oh! Ich wusste, dass sie sich öffnet. Toll. Haben wir Tote? Nein. Alter, ist einfach so... Okay, jetzt ist Heilung angesagt. Heilung 1. Ah, warte, nee, ich gar nicht so viel. Nee, macht gar keinen Sinn, Chris zu heilen. Wir heilen Victor. Der kann nichts machen, der muss attacken, super. Mit Rune. Sie Heilung. Wird geheilt, selbst. Hier eine Heilung. Sich selbst. Und hier wird attackiert. Und hier wird aber auch geheilt. Melia Clio. Okay.
Ja, Mann. 568. Geil. So, was passiert? Oh, ausgewichen. Geil. Sehr gut. Lieb ich. Also bringt hier, glaube ich, jetzt gar nichts mehr von dem Zeug, was ich habe, ne? Super. Er muss jetzt defenden. Ihm muss man Heilung geben, Mann. Ja, komm. Attack. Defend. Ja, Dancing Flames nochmal. Mehr kann ich nicht machen. Da ist eine Perle drin. Oh, 837, come on. Ey, der muss doch jetzt langsam mal sterben. Was soll denn das? Black Shadow, okay, dann probiere ich das. Aber guck, ich habe gerade 800 noch was abgezogen mit mir. Ich glaube, ich kämpfe mit Chris normal. Scheiße. Nein! Niemand tot? Cool. Aber Heilrunde jetzt auf jeden Fall. Alte Mega Medicine. Für Mehl. Obwohl, nee, Chris hat ja krass zugeschlagen. Der attackiert mal. Victor greift auch hart zu. Valeria würde ich auch gerne zugreifen lassen. So, und der Rest heilt hinten. Die hintere Reihe heilt jetzt. Und zwar sie. Melia. Kasumi ist auch schnell. Die heilt jetzt vor allem als erstes. Sich selbst. Nee. Valeria. Und sie heilt Kasumi. So. Sollte jeder bedient sein. Ja, hab ich doch. Oder? Ja, ist geheilt. Jawohl, war eh unnötig. Puh, aber war trotzdem intensiv, ey. Und wir haben ein bisschen was an Heilung verbraucht, ne? Hoffentlich kommt nicht noch ein Boss oder solche Scherze. 100.000 Bits, geil. Freunde. So, aber die Introducing war relativ unspektakulär. Oh, ich mach... Also werde ich jetzt nahe an die Fluttore gehen. Du wartest hier, Chris. Da passiert doch jetzt irgendwas. Das solltest tun. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist flüchten und diesen Ort niederbrennen. Und die Kiste mitnehmen noch. So. Thunder Crystal. Okay. Ich habe das Gefühl, da kommt noch irgendwas Böses. So Leute, ich verabschiede mich für heute, muss morgen wieder früh raus. Gute Nacht zusammen. Alles klar, gute Nacht. Warte mal, sind wir eigentlich jetzt... Oh, wir sind gar nicht gut zusammen. So richtig. Bevor jetzt der nächste Kampf hier kommt, machen wir mal eine Heilrunde hier. Wenn ein Kampf kommt. Und es kommt ein Kampf. Ah, oh, okay, die zwei. Die waren relativ normal zu... Halt! Nein, normal zu bändigen. Clone Rune. Wir machen schöne Rune-Action hier mit den Leuten. So, läuft. Das gefällt Xena bestimmt. Sie hat keine Probleme. So, weg ist er, oder? Jawohl. Läuft. Hab ich aber auch exzellent ausgewählt. Okay. Okay. Wieder hier rum, da rum. Blub, 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 blub. Aber ohne Musik hier ein bisschen. Okay. Aber warum müssen wir das jetzt niederbrennen? Verstehe ich, hier ist gar keiner mehr. Das erscheint mir ein bisschen unnütz. Oder unnötig. So. Rüber hier. Ah. Oh. Sonja Schulen. Ich wurde, da passiert noch was. Warte eine Minute, Chris. Ich muss dich etwas fragen. Wo ist sie, die Frau Schulen? Hey. Du bist diese kaiserliche Führerin. Ja. Ich bin die letzte der letzte der fünf Generäle, kaiserlichen Generäle. Ich will dich was fragen, Chris. Warum hast du den Kaiser betrogen? Warum hast du deinen eigenen Vater betrogen?
Und seid ihr nur bei den Crossing War, oder kurz. Inciting Rebellion. Anstiftung zur Rebellion. Verursachung von Krieg. Leben nehmen. Ist das, was du Gerechtigkeit nennst? What you are saying is not true. That is. Nee, sorry, was sie sagt, ist nicht wahr. Oder? Bin ich gerade dumm? Ja gut, Krieg habe ich nicht angefangen und so einen Scheiß. What? What is happening? Ah, das Öl! Why is the oil already lit? Es ist zu früh. Warum ist das Öl bereits drin? Ich habe gesagt, ich kriege Verrat. Hä? Die alles konsumierenden Flammen. Ist das deine Antwort? Ist das, was du willst? Du hast dein Schwert gegen Theo gehoben. Du wirst bezahlen. Jetzt. Mit deinem Leben. Oh nein. Oh nein, es ist ein Bosskampf. Oh toll. Dann machen wir Black Shadow. Wurde dir noch in Aussicht gestellt, dass das was nützt? Oh nö, bitte kann die nicht so viel jetzt. Eine blöde Muschel. Das Gegnerdesign fand ich aber auch dumm an der Stelle. Eine Muschel in der Kanalisation hier unter der Festung. Fand ich jetzt auch ein bisschen lächerlich. Dancing Flames. Shrek Room. Oh, was würden die aushelfen? 228? Oh, wenn die uns jetzt nochmal wegbumst, dann ist aber... Oh, das war schlecht. Ich wollte doch speichern oben. Oh, die macht was. Wir leiden. Alle tot. Oh, ne, okay, geht. Aber die ist schnell. Das zeigt, dass sie zwischenkämpft. Also, ne? Ist nicht so, dass die nach uns kämpft. Oder austeilt. Vielleicht heilen. Oh, shit. Also einfach tot auch. Milja. Was war denn das für ein Scheiß-Move? Nicht gut. Hat Black Shadow jetzt eigentlich was gebracht? Oh, ich habe nicht aufgepasst. Wir kämpfen so. Der hat nichts. Der muss defenden. Super toll. Ich glaube, wir sterben hier jetzt. Irgendwie habe ich diesen Urin. Oh, guck. Scheiße, hätte ich Black Shadow machen sollen. Aber vielleicht macht er auch einen super geilen Angriff für Chris. Jetzt stirbt erstmal Kasumi, ne? Ja, wusste ich. Schau, 465. Victor auch tot. Weil er nicht schnell genug geheilt wurde, Alter. Was für ein Scheiß. Das ist doch Müll jetzt wieder alles hier. Oh, wie schnell. Ich wusste, dass sowas so schief gehen kann wieder einfach. Guck mal. Scheiße, haben wir Valeria verloren. Weil die schnell ist einfach. Kack-Move, den der macht. Ja, fickt euch, das bringt eh nichts mehr. Ja, geil ausgewichen. Alter, krass, krass. Das ist doch scheiße jetzt. Aber hä? Hab ich jetzt aufgehoben? Geil. Passt aber jetzt wieder, oder?
Hä, was? Nee, ist aber nicht alles gut. Wir verlieren hier wieder. Das ist scheiße. Das heißt, wir müssen das nächste Mal die ganze Kämpfe nochmal kämpfen, ey. Kotzt mich schon an. Ja, guck, jetzt macht er den. Oh, das ist nicht geil. Das lief nicht gut. Die Frauentruppe hat versagt gesehen, aber was soll ich sagen? Ich kann eigentlich angreifen. Aber sie muss sich heilen. Das Problem ist, nee, ich muss heilen. Weil ich bin schneller als Cleo. Und Cleo muss geheilt werden. Man muss mit Cleo angreifen. Ach man. Die hat doch mehr wie 10.000, wenn die Muschel schon 10.000 hat, oder was ist das? Jetzt ist die schon wieder. Ich hab gerade keine Atem, Atem mehr zum Heilen. Da sind noch Items zum Heilen. Aber auch nur noch einmal. Das ist halt lächerlich jetzt. Oh, Freunde, das wird schwierig beim nächsten Mal. Was soll ich denn da verbessern jetzt? Wird es ja nicht tot? Cleo? Ja, jetzt bleibt nur noch angreifen. Halt. Das wird sich nicht ausgehen, Freunde. Die Heilung ist jetzt vorbei. Oh je. Die auch mal einen Zauber macht, Mensch. Ich weiß nicht, aufhören mit dem Zauber. Und das 14 ist ja lächerlich. So, ich kann eh nichts mehr anderes machen. Und die Toxin. So, jetzt ist die Todesrunde. Okay, können wir fürs nächste Mal vielleicht in Erwägung ziehen. Aber ich habe jetzt keinen Bock. Ja, letzte Runde hier. Habe ich jetzt so eine Wasserrune? Das hatten wir schon mal das Thema. Habe ich überhaupt eine? Oh, ein geiler harter Schlag, ja. Ja! What? Wow! Ruckerschau! Alter! Nee, nur warte, bleibst nicht, jetzt gehst nicht ins Bett, jetzt bleibst gefälligst da. Ich hab fucking nochmal gewonnen und nur 1500 Bits gekriegt. Alter! Sonja Schulen. Genau wie ich dachte. Ich kann dich nicht besiegen. Ah! Oder schätzt das mal nicht? Nach all dem hast du Theo geschlagen. Frau Bauer Gräß, war klar. Oh, Defile. Defile. Verunreinigen. Aber ich werde dich nicht verunreinigen lassen. Ich bin des Kaisers. Des Kaisers. Ne, des Hohen Theos. Tochter? Stop it! Stopp! Was tust du da? Oh, die Windy ist da, oder? Can't let a pretty... Ich kann keine schöne Frau... ...will dich sterben lassen. Und sowieso? Also, besides you have your reasons. Okay. Hast du deine Gründe? Okay.
Ja, ist geil. Chris, we'll take this woman general with us. Wir werden diese Frau General mit uns nehmen. Okay. Okay. Aber jetzt erstmal, was ist da geschehen? Warum sind wir hier schon unter Feuer? Oh, bitte kein Kampf jetzt mehr. Erstmal, warte mal, genau. Mega-Medizin, guck mal. Erstmal alle gründlich durchheilen. Die noch was haben, schau. So. Kasumi noch. So. Das war auf der sicheren Seite sind jetzt hier, falls doch noch ein Kampf kommt. Ah, scheiße, Milja noch. Okay. Danke, Nova, gute Nacht. So, jetzt passiert ja erstmal wieder was. Draußen ein Speicherpunkt. Meister Matteo, Meister Matteo. Meister Matteo. Was ist passiert? Seid ihr okay? Sanchez! Damn you! Verdammt seist du, OS-Verräter. Was hast du getan? Warum hast du das Öl angezündet, bevor du den Befehl erhalten hast? Antworte mir, Sanchez! Es tut mir leid, Meister Flick. Ich habe... Deceiving. Täuschen. Ich habe euch die ganze Zeit getäuscht. Was? Ich bin ein Angestellter des Kaisers. Seit dem Krieg des Erfolges vor 7 Jahren. Dann bist du der Spion. Das ist korrekt. In den Tagen des Krieges des Erfolgs, die Majestät war, war die Majestät ein wundervoller Mann. Ich mag jeden anderen auch. Ich schwörte. Allegiance, okay. Allegiance? Wahlen. Das kann ich nicht aussprechen, weiß ich nicht. Allegiance? Treue. Als das Versteck attackiert wurde und Odessa starb. Bist du dafür verantwortlich? Bist du für Odessas Tod verantwortlich? Das war das Resultat. Ich werde es nicht abschlagen. Aber mein Herz war im Schmerz. Mit euch zusammen zu sein, während ich mit euch zusammen war, begann ich mich selbst zu fragen. Oder in Frage zu stellen. Wer hat recht? Was soll ich tun? Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, dem Kaiser treu zu sein. In meinem Alter ist es schwierig, die Wege zu ändern im Leben. Es tut mir so leid über Lady Odessa. Wag es nicht, ihren Namen in den Mund zu nehmen. Du hast kein Recht dazu. Ich verstehe. Ich werde dir nicht vergeben. Mit dem Namen meines Schwertes Odessa werde ich dir den Kopf nehmen. Ja, Meister. Ich habe keine Regrets. Ich bereue nichts. Aber bitte erinnert euch an eine Sache. Ich mag dich oder ich mag euch. Alle von euch. Meister Flick, ihr seid unerwachsen, immature, oder? Immature. Unreif. Ihr seid unreif. Aber diese Unreife, diese Ehrlichkeit, meine Fresse, coveted? Habe es abgedeckt. Coveted. Ted. Begehrt. Aber diese Ehrlichkeit war etwas, was ich begehrte. Und ich bin mir sicher, deswegen hat Lady Odessa euch geliebt. Sanchez! Bereite dich, prepare to die! Bereite dich aufs Sterben vor.
Warte. Matteo. Master Matteo. Ja. Seid ihr okay? Da frage ich immer das Gleiche. Wenn du Sanchez tötest und die Truppen herausfinden, dass er ein Spion war, dann wird die Moral der Befreiungsarmee plummet. Lot. Aus dem Lot geraten. Administer the punishment later. Führen Sie die Strafe später aus. Right now. Jetzt müssen wir uns vorbereiten. Die Armee vorbereiten auf den Marsch auf Gregminster. Sei nicht lächerlich, Master Matteo. Du bist schwer verletzt, wenn du dich bewegst. Es gibt etwas in dieser Welt, das sich Flow nennt. Das sich Fluss nennt. Der Flow. Es gibt etwas, das sich Timing im Krieg nennt. Was heißt Warfare genau? Warfare. Krieg. War, also ist dumm, sind zwei Namen. War. War. Das ist scheiß Programm. Okay. Wenn wir diese Gelegenheit verlieren, werden wir niemals das Kaiserreich besiegen. Commander Chris, du musst entscheiden. In jedem Fall kehren wir zurück zum Castle. Oh nein, ich hätte gerne gespeichert. Oh ja, Arschlöcher. Freunde, die Dramaturgie ist ja an einem Spitzpunkt. Kriegskunst, ja. Aber wir müssen jetzt speichern und Schluss machen, leider. Weil, es Zeit ist. Ich muss morgen auch früh raus. Aber das ist doch jetzt spannend und ich vermute mal, beim nächsten Mal könnten wir es schaffen. Ey, heute wäre ja eigentlich sowieso Animal Spirit noch dran gewesen, weil ich es abwechselnd spielen wollte. Aber ich glaube, wir ziehen jetzt durch. Ich glaube, beim nächsten Mal spielen wir wieder Suikoden. Und dann haben wir das durch. Restain. Und speichern. Prepare to die. Edition. Ganz genau, Edmund. Kriegskunst, Warfare, genau. Okay, keine Ahnung. Das war doch aber jetzt geil am Ende nochmal. So. Bip. Okay, Freunde. Ich fand, es war eine spannende Folge. Das war sehr schön alles hier. Und ich freue mich, dass ihr da mit dabei wart und interagiert habt. Das war wunderbar. Ich wünsche euch alles Gute für die Nacht und für morgen, für den morgigen Tag. Vielleicht geht's morgen direkt weiter, weiß ich nicht genau. Vielleicht spontan habe ich da Bock drauf und habe ich die Möglichkeit auch dazu. Dann machen wir morgen weiter oder übermorgen. Ja. Hiermit entlasse ich euch in die Nacht. Schaut, was bei der Ubisoft-Konferenz gelaufen ist mit Star Wars Outlaws. Bestimmt geil. Das gucke ich mir jetzt mal ein bisschen an. Und dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Lebendig aussehen. Ich habe nur mal kurz Lorelei gesagt in die Übersetzungs-App. Ja, habt ihr gehört, was dabei rauskommt? Ciao, ciao.